Das Ding, das wämst ja da so durch. Da ist wieder 2 Monate weg. So, Freunde, heute gibt es mal wieder eine Sendung eines ganz besonderen Formats. Ich habe nämlich hier in den Werkzeug-News in unserem Expert-Talk wieder den Gast des Tages, der Woche, des Jahres, wie auch immer, den Michael von Bosch. Den kennt ihr schon. Ich habe dich schon begrüßt, deshalb mache ich das hier vor der Kamera nicht. Wie geht's dir eigentlich? Ja, soweit alles gut. Gerade die Messe hinter uns gebracht in Nürnberg, die Holzhandwerk. Aber trotzdem wieder fit am Start, alles gut. Gefühlslage also 10 von 10. Ja, auf jeden Fall, wenn ich hier bin, immer. Das freut mich natürlich. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, hat Michael eine Menge mitgebracht. Und ich habe direkt im Vorgespräch gesagt, pass auf, Zubehör kam super an beim letzten Video. Denn nochmal der Hinweis, wer es noch nicht gesehen hat, wir verlinken das gerade auch mal oben. Und zwar war das die Wahrheit über Bosch. Aber ich muss gestehen, ein paar Sachen haben wir verschwiegen. Das heißt, heute gibt es dann die ganze Wahrheit über Bosch. Noch mehr Wahrheit über Bosch. Noch mehr, genau. Wahrheit und noch mehr Details und was auch immer. Und ich muss sagen, die Idee für das, was hier auf dem Tisch liegt, kam mir, als ich euren Mega-Zubehörkatalog durchgeblättert habe, wo ich gedacht habe, Alter, was geht denn hier ab? Das ist ja jetzt hier quasi ein Oszillationswerkzeug, ne? Richtig. Heißt bei euch? GOP. Sagt ihr GOP oder GOP? GOP, der eine sagt GOP, der andere sagt GOP. Also das ist genau wie bei GEX oder GEX, ja, oder GBH. Das ist je nachdem, wie die Leute das eben sagen wollen. Also GEX ist ja hier das, ne? Richtig. Wenn du damit auf die Baustelle kommst, hast du mal ein paar GEX. GEX, ja, dann, genau. Kannst nicht mit X, sondern mit G. Ja, könnte genau. Das vielleicht zu Missverständnissen führen. Wir haben hier ansatzweise, weil es ist noch nicht alles, mal so Zubehör mitgebracht, was man an diese Multitools dran machen kann. Richtig. Oder sagt man auch Multitools? Multitools, das ist richtig, das kann man beides sagen. Das ist eben allgemeiner Begriff, diese Multitools. Ja, wir wollen hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit bringen, weil dann brauchen wir ein bisschen mehr als den Tisch. Vor allem, weil wir dann verschiedene Aufnahmesysteme haben. Also wir merken schon, es geht heute wieder in die Tiefe. Und ich muss auch sagen, das letzte Video, ich glaube Stunde 40 oder so, und viele haben drunter geschrieben, hätte noch länger sein können. War zu kurz. Und mit dem Druck müssen wir jetzt erstmal klarkommen. Wir haben auf jeden Fall heute einige spannende Themen. Zum Beispiel die erste Stichsäge und vor allen Dingen, glaube ich, auch eine ganz neue Stichsäge. Dann werden wir euch das erste Elektrowerkzeug aus dem Hause Bosch quasi zeigen. Eine Haarschneidemaschine von 1928. Ja. Ich glaube, die funktioniert sogar noch. Und was hast du sonst noch so am Start? Also neben den Oszillierern haben wir eben jetzt auch noch die Stichsägen. Da war ja das Thema letztes Mal auch schon, da wollen wir noch mal ein bisschen in die Unterschiede, in die Tiefe gehen. Wir haben übrigens viele Zuschauerfragen. Ich habe auch vorhin noch mal auf Insta gefragt nach euren Fragen, die ihr an Michael habt. Genau. Und ich habe 10 Minuten später reingeguckt und es war schon so eine Liste. Also das Video hat das Potenzial. Wir wissen ja noch nicht, wie lange es wird. Es ist live, ist live, aber es könnte auch 3 Stunden heute werden. Er ist sowieso überhaupt der Beste, denn ich frage irgendwas oder spreche irgendein Thema an in der Vorbereitung und du fängst sofort an und ballerst hier los. Und ich sag mal, erzähl mir nichts. Erzähl mir nichts. Das heißt, alles, was ich frage, ist wirklich so live, ne? Genau. Damit das auch alles hier kein Bauerntheater ist, sondern quasi live für euch die ganze Wahrheit. Obwohl, schneiden tun wir es schon noch. So, dann würde ich sagen, was hast du für mich gedacht? Womit fangen wir an? Wir wollen jetzt erstmal die Einsatzfähigkeit von unserem alten Werkzeug zeigen. Das hat Michael mitgebracht und ich war ja schon mal bei euch und habe mit Georg mal so ein bisschen die alten Werkzeuge angeguckt. Und ich liebe das immer, das wisst ihr, alte Autos, alte Werkzeuge, einfach so ein bisschen in die Historie, in die Geschichte zu gehen. Und das Gerät ist im Prinzip das erste Bosch Elektrowerkzeug. Hier steht aber nicht Bosch drauf, hier steht Vorfex drauf. Das heißt, Vorfex ist damals der Markenname oder das Produkt? Oder? Das ist die Bezeichnung von dem Produkt. Ja, das war damals die Firma Eisenmann, wo die Firma Bosch schon lange Anteile hatte, die wir dann hinterher übernommen haben. Also war das das erste Elektrowerkzeug, wo der Motor im Griff war. Das war früher nicht so. Da waren die Riemenantriebe noch ganz standardmäßig. Jo. Das heißt, irgendwo hast du einen stationären Motor gehabt und über Riemenantrieb ist das dann umgeleitet worden. Und hier ist das erste Mal, das erste Werkzeug überhaupt, wo der Motor im Griff ist. Es ist aber kein Oszillationswerkzeug, aber es ist eine Haarschneidemaschine. Richtig. Das heißt, wenn ihr 1928 zum Friseur gegangen seid und der war ganz weit vorne technisch, dann hat er so gemacht, weil, hört mal, es funktioniert noch. Es funktioniert noch.
Es sieht aber jetzt auch nicht krass gebraucht aus. Ne? Die Frage ist ja, was ist da für eine Geschichte? War das im Prinzip so ein Archivgerät? Sind da schon mal die Kohlen gewechselt worden? Man weiß es nicht. Ne? Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich weiß es nur, dass wir immer von den ersten Serienprodukten, die wir haben, immer einige zur Seite legen, um die im Museum später auszustellen. Auf jeden Fall ist das immer noch ein Original und das funktioniert auf jeden Fall noch. Und das ist eben das Schöne daran. Ist es wahrscheinlich Bakelit? Bakelit, ne? Richtig. Das war einer der ersten Kunststoffe überhaupt. Ja. Und das ist eben schutzisoliert dadurch. Und dadurch können wir eben den Motor so anbringen, dass wir keinen Stromschlag kriegen. Und das ist ganz wichtig dann auch. Ja. Das ist mir aufgefallen bei der Leitung. Ja. Die hat keinen Schutzleiter, weil das schon hier... Bakelit, genau, Kunststoff isoliert. Das heißt, es ist wirklich schutzisoliert, das Gerät. Nicht so, weil es damals noch nicht so war oder so. Bakelit übrigens, im Hintergrund seht ihr die ganzen Steckdosen und Schalter, das ist auch Bakelit. Tatsächlich nicht einfach schwarzer Kunststoff, das ist wirklich Bakelit. Kriegst du heute noch, damals gab es nichts anderes. Ja. Heute kriegst du es wieder, bezahlst du das Zehnfache. Was mir jetzt auffällt, ist ja wirklich Form follows Function. Also wirklich ein sehr geradliniges Design, ohne Spirenzchen. Aber... Genau. Wenn ich das jetzt hier so in der Hand halte, guck mal hier. Also ich denke, das ist nicht Zufall. Ich habe hier den Daumen. Das heißt, eine gewisse Ergonomie findet ja hier auch schon statt. Ne? Ja, richtig. Ich habe hier einen Anschlag. Ich könnte ja auch hier ein bisschen Druck geben. Ich könnte dir auch mal so ein bisschen hier... Sollst du mal hier ein bisschen abschneiden, dass das länger funktioniert? Ja, aber wenn du so lange nicht viel wegnimmst... Warte mal. Ist mal hier das Stück. Da ist wieder 2 Monate weg. 2 Monate? Ja, schätze ich schon mal. Also das ist schon, dauert schon lange. So ein Bad, kann dir ein gutes Badöl empfehlen. Ja, beim nächsten Mal. Dann probieren wir das mal aus. Es riecht auch irgendwie oldschool. Ja. Es riecht nach Technik einfach, ne? Genau. Auf jeden Fall ist es so, wo du es gerade erzählt hast hier mit dem Reinfassen. Wenn man jetzt hier als Rechtshänder damit arbeitet, ist das wirklich eine schöne Sache, weil ich jetzt hier ergonomisch reingreifen kann und der super in der Hand liegt. Also es ist auch so, dass wir nicht einfach die Sachen auf den Markt gebracht haben, sondern wirklich auch ausprobiert und gemacht, dann immer wieder verbessert. Denn da gibt es einen coolen Spruch von unserem Robert, lieber verliere ich Geld als Vertrauen. Und das war immer, wir hatten die genug Zeit, die in den Markt zu bringen, bis sie zur Marktreife gekommen sind und haben die nicht von heute auf morgen auf den Markt gebracht, nur damit wir die auf den Markt bringen, sondern wirklich eben, bis sie perfekt waren. Ja? Und das ist eben eins davon. Krass. Ja. Guck mal, 1928, also das Ding ist wirklich fast 100 Jahre alt. Also hat schon was, ne? Ihr müsstet eigentlich so eine Classic Edition rausbringen. Aber Haarschneidemaschinen ist ja jetzt mittlerweile nicht mehr so euer Metier, ne? Ja, also wir haben ja unsere Produktbereiche aufgebaut. Deswegen ist es ja auch so, dass wir jetzt nicht nur, wo wir herkommen, in der Automobilbranche viel machen, sondern eben wegen der Weltwirtschaftskrise uns breiter aufgestellt haben. Ja, und dann sind eben jetzt nicht nur Automobilzuliefererteile gemacht worden, sondern eben auch in Richtung Elektrowerkzeuge. Dann hat sich das eben immer mehr entwickelt in der Richtung. Zum Beispiel haben wir auf der Leipziger Messe 1932 die erste Bohrmaschine vorgestellt, die bohren und schrauben konnte und auch einen Schlag hatte. Und das ist ein großer Vorteil, weil in den Werken haben wir früher eben auch immer mit der Hand die Sachen zusammengeschraubt. Und dann kam die Idee, einen Schrauber rauszubringen, einen elektrischen Schrauber, hier auf der Basis von der Maschine. Und die wurden in den eigenen Werken erst getestet und ausprobiert. Und erst dann, wenn sie die Marktreife hatten und wenn alle Mitarbeiter gesagt haben, hey, das Ding ist okay, das können wir so benutzen, erst dann wurde es eben in Serie produziert. Und das ist eben ein großer Vorteil, weil wir da eben auch einige Sachen lange, lange ausprobieren konnten, bevor wir die auf den Markt gebracht haben. Jetzt gab es noch eine Zuschauerfrage auf Insta. Hatte nämlich jemand vorher gefragt, wer seid ihr eigentlich, wie viele Leute arbeiten für Bosch? Ja, also weltweit über 400.000 und im Bereich Power Tools dann 21.000 weltweit. Krass. Das ist schon eine Hausnummer, ja. Dann haben wir Entwicklung, dann haben wir Vertrieb, dann haben wir Produktion. Und da fällt mir noch ein, das war aber beim letzten Mal teilweise so, dass Leute sagten, ja, Bosch kommt ja nicht mehr aus Deutschland, es kommt aus Fernost, aber tatsächlich einige Sachen kommen aus Deutschland, wie zum Beispiel Bohrhammer. Ja, zum Beispiel, ja. Leinfällen gefertigt, oder? Richtig, in Leinfällen. Zum Beispiel die neuen Winkelschleifer hier, das X-Lock-System, das wird in Sebnitz hergestellt. Also wir machen noch viel in Deutschland und die ganze Entwicklung des Haupthaus ist in Deutschland. Also es werden viele Sachen in Deutschland noch produziert, aber weltweit, weil wir auch weltweit vertreiben. Aus meiner Sicht, es wird ja oft gesagt, ja, der Akkuschrauber wird in China hergestellt. Aber auf der anderen Seite, Leute, erstmal, euer iPhone wird auch in China hergestellt. Da sind die Leute alle ganz stolz. Dann gibt es mittlerweile ja auch wirklich Hightech, DJI-Drohnen und so weiter. Das kommt alles aus China und es ist ja auch das Thema einfach von der Kalkulation. Die Frage ist,
ob die Leute dann auch den entsprechenden Mehrpreis zahlen würden. Man hat das ja auch in der Vergangenheit, glaube ich, gesehen, dass es ja viele Unternehmen gibt, die wirklich bis zum Schluss in Deutschland produziert haben, aber die dann sich im Markt nicht mehr behaupten konnten. Ne? Richtig, und deswegen muss das richtige Verhältnis haben, dass wir eben hier in Deutschland noch Sachen produzieren, aber auch weltweit, weil wir können nicht in Deutschland produzieren und die nach Südamerika oder nach Asien verschiffen, weil die dann den Preis nicht bezahlen müssen. Deswegen müssen wir da auch vor Ort produzieren, weil wir da auch unsere Kunden haben. Also es ist ja nicht so, dass wir nur in Deutschland Elektrowerkzeuge verkaufen, sondern auch weltweit. Und dementsprechend haben wir uns ja sehr breit aufgestellt. Und noch eine Sache würde ich gerne erwähnen. Wir haben nicht nur für ein Produkt ein Fertigungswerk, sondern es sind immer mindestens zwei, die diese Sache produzieren können. Das heißt, wenn eine mal ausfällt, haben wir immer noch eine Alternative. Das ist auch immer ganz wichtig. Und die Werke werden dann teilweise, wenn ein neues Produkt kommt, müssen sich auch bewerben und gucken, hey, wie kann ich das machen? Kann ich das wirtschaftlich hinkriegen? Und der dann dementsprechend das Rennen gewinnt, das Werk macht das dann. Auf jeden Fall interessant, auch da mal, finde ich, darauf anzusprechen. Man muss ja immer, finde ich, auch die Gesamtheit sehen. Was man auch in den Kommentaren gelesen hat teilweise, dass die Leute glücklich waren mit euren Produkten, weil sie sagten, altes Produkt, aber nachhaltig, weil sie kriegten noch lange Zeit Ersatzteile. Genau, also es ist jetzt so, dass wir garantieren, dass wir bis 10 Jahre nach dem letzten Herstellungsdatum des Elektrowerkzeugs alle Ersatzteile und alle Zubehörer bekommen. Also das ist schon relativ wichtig, weil wir hier und da schon mal ein Werkzeug aus dem Programm genommen haben, aber im Zubehörkatalog immer noch die Einsatzwerkzeuge dafür zur Verfügung stehen. Und wenn die 10 Jahre um sind, dann werden wir die Sachen nicht wegschmeißen, sondern die werden wir weiterhin noch haben, ob das die Kohlen sind oder ähnliche Sachen. Und auch was Nachhaltigkeit betrifft, versuchen wir jetzt, wenn wir noch Kohlenmotoren, so Bürstenmotoren haben, dass wir da auch diese Kohlen so aufbauen und machen, dass die nicht nur für ein Werkzeug gemacht werden, sondern für viele Werkzeuge, sodass wir da eben auch Synergien nutzen und eine Nachhaltigkeit haben. Macht ja absolut Sinn, ne? Jetzt gehen wir mal in die Neuzeit und nehmen auch Bezug auf unsere ganze schöne Tischdekoration, nämlich ja, mit den ganzen Anbauwerkzeugen für ein Oszillationswerkzeug, Multitool, was sagt man sonst noch? Ja, GOP oder GOP, ja, aber Multitool ist schon richtig, weil da eben so viele Einsatzmöglichkeiten sind. Ich muss sagen, treue Zuschauer kennen auch meine Meinung zu diesen Gerätschaften. Und mein erstes Oszillationswerkzeug war Orange. Das habe ich auch noch, ist ein Kabel dran. Und da habe ich erstmal gecheckt, was für ein geiles Werkzeug das ist. Denn du kannst so viele Sachen machen. Ich sag mal, ein Bodenleger, Parkettleger, Innenausbau. Du musst so ein Ding eigentlich haben, weil wenn du zum Beispiel mal irgendwo eine Leiste noch irgendwie ablenken musst oder ein Parkett oder irgendwas, Dehnungshuge zu gering, du kannst einfach hier so ein Sägeblatt nehmen, tauchst ein. Das macht richtig Spaß. Richtig. Und beim Wohnwagenprojekt war so ein Tool ja auch wirklich unser Lebensretter, denn da musste ich die Solarpanels mühevoll ablösen. Die waren ja mit Sikaflex eingeklebt, bis der Arzt kommt. Mhm. Das war eine Schweinearbeit. Ich habe echt alles versucht, Schneiddraht, irgendwelche chemischen Sachen, rohe Gewalt, bis ich dann auf die Idee kam, hier einfach mal so eine Klinge an einem Multitool zu benutzen. Und das war die Erlösung. Also kann ich mir vorstellen. Du hast dann, das waren ja so Flexpaneele, du hast das so hochgezogen, dann da drunter und also Wahnsinn. Plus, du hast diese Schicht von diesem Klebdichtstoff wirklich relativ bündig abbekommen. Und den Rest konntest du dann abschleifen, beziehungsweise haben wir dann draufgelassen, weil wir wieder neue Panels drüber gemacht haben. Aber du konntest dann darauf arbeiten, darauf aufsetzen. Aber der Anwendungsfall, den ich da gerade beschrieben habe, der ist ja schon relativ speziell. Richtig. Ich bin zum Multitool gekommen über die Sägefunktion, weil ich auch wirklich den Bedarf hatte. Ich musste was bündig irgendwo absägen. Ich meine, das war damals auch schon Laminat oder ein Türrahmen oder sowas. Und jetzt hast du ja verschiedenste Werkzeuge. Das heißt, es bleibt ja nicht beim Sägen, ne? Richtig. Wir haben eben sehr viele Einsatzwerkzeuge hier und der Vorteil von dem GOP ist einfach, dass du an die Sachen rankommst, die mit anderen Werkzeugen gar nicht machen sind, weil der Korpus der Maschine meistens im Weg ist, ob das eine Stichsäge ist oder eine Handkreissäge oder ein Winkelschleifer. Du kommst einfach nicht in die Anwendung rein und das ist eben der Vorteil, dass der nach von vorne her arbeitet und überall rankommst. Das ist der Hintergrund der Geschichte. Jetzt sehe ich, wir haben verschiedene Farben. Richtig. Und wie ich euch kenne, habt ihr da ein System dahinter, ne? Zum Beispiel hier braun. Genau, das dann ist eben. Dann haben wir blau, dann haben wir lila, dann haben wir grau und wir haben weiß. Weiß, tatsächlich. Also es gibt 5 Farben. Wir haben jetzt natürlich andere offene, wo keine Farben drin sind, ja. Aber das sieht das auch ist schon Schleifen. Abgefahren aus, ne? Ja, genau. Das ist. Ach, das ist ja auch relativ easy. Ja, genau, um Radien zu machen. Ich habe mich nämlich eben gefragt, warum fehlt hier was? Das kannst du ja reindrücken, aber tatsächlich könntest du jetzt hier eine Rundung schleifen. Ne? Genau, und jetzt zeige ich dir noch mal was. Du hast jetzt hier eine begrenzte Rundung, aber wenn du eine engere Rundung haben willst, da kannst du das hier mit dem Klett her
weiter runter machen und so kommst du tiefer und kannst dann engere Radien machen. Also weiter runter gehen, das ist schon ein Vorteil, weil wir das so gemacht haben, hast du eben hier mehr Möglichkeiten, wenn du das richtig spannst, dann kommst du nicht so tief, kannst das also eher für geradere Radien machen. Das sieht fast aus wie selbstgebaut irgendwie, ne? Wenn man jetzt einfach so das sieht, dann denkst du ja, was soll das sein? Genau. Aber so einfach, aber da hängt das manchmal eben dran, dass das so einfach, aber genial ist. Können wir euch übrigens auch verlinken. Letztes Mal haben wir gemerkt, wir haben so ein paar Sachen gezeigt, oder du hast sie gezeigt, dann waren die Leute ganz gierig darauf, sich das auch zuzulegen. Ich glaube, bei den Führungsschienen kam relativ viel Kommentare, genau, weil wir da auch so ein paar Sachen gezeigt haben, zum Beispiel mit diesem Führungsschienenverbinder, was viele genau Leute nicht kannten, ne? Ja. Was auch wieder einfach genial ist. Ja. Und das muss ich sagen, kannte ich jetzt auch nicht, obwohl ich es da eben auch schon gesehen habe, aber ich hatte keinen Plan, wofür. Und wenn du da mal drüber nachdenkst, hast du auch so Sachen, wo du denkst, ja, das könnte ich dafür verwenden, ne? Ja, richtig, weil du hast ja nicht nur gerade Flächen, du hast irgendwo Rundungen oder ob das jetzt ein Handlauf ist von der Treppe, ja, vom Geländer. Also da kannst du die Sachen entsprechend einsetzen. Das sind eben so viele Sachen, die du gar nicht so weißt, so siehst. Und das ist immer schön, dass wir die Möglichkeit haben, sowas hier zu zeigen. Was ich zum Beispiel auch immer gerne am Start habe, ist diese Delta-Platte mit entsprechend ein paar Delta-Schleifblättern. Mhm. Und zwar habe ich das im Prinzip wirklich ohne Umbau. Ich habe eigentlich ein extra 12-Volt-Gerät, wo ich das immer dran habe. Der ist immer in der Schublade. Und wenn ich mal irgendwo gerade eine Kante brechen will oder so, finde ich das total super, den eben zu nehmen, zack, eben dran vorbeizugehen. Oder hast halt immer am Start. Ja, aber da möchte ich auch gerne was zu sagen, weil wir haben jetzt hier ein System im Vergleich zu dem Schwingschleifer. Ein Schwingschleifer, der arbeitet in der Fläche, der bewegt sich komplett. Und der hier, der geht um die Mitte sozusagen, oszilliert er hin und her. Und deswegen kannst du nicht für große Flächen annehmen. Nein, natürlich nicht. Und nur über die Kante, über die Spitze hast du den größeren Weg und da hast du diesen Schleifeffekt. In der Mitte stopft der nur. Das heißt, wenn du in der Mitte flächig arbeiten musst, dann musst du die Maschine auch entsprechend bewegen. Und da würde ich auch noch zusätzlich eine Absaugung einsetzen, weil das haben wir auch im Programm. Jetzt aber nochmal die Farben. Also da kam man drauf, weil da haben wir keine Farbe. Das ist ja klar, das ist eben jetzt für Holz, für Kunststoffe und nun. Außerdem haben wir diese Papiere auch in den unterschiedlichen Körnungen, sodass man eben auch eine Oberfläche aufbauen kann. Zu den Farben. Ich muss jetzt aber natürlich sagen, du kannst nicht irgendwie Normales nehmen, nicht so einen normalen Bogen Schleifpapier, weil das ist geklettet. Ne? Richtig, das geht nur mit Klett. Das ist auch nicht vorgesehen, irgendwo mit einer Halterung, irgendwo mal mit anderen Sachen. Der Klett ist da schon Voraussetzung. So, jetzt sind wir mal blau, das passt am besten zur Farbe. Das ist eben eine Metallanwendung. Das heißt, hier hast du eben Möglichkeiten. Kommen wir gleich zu, was da das Besondere ist. Dann hast du jetzt hier zwei verschiedene Varianten. Du hast jetzt hier dieses kupferfarbene. Da hast du eben den Vorteil, dass du in abrasiven Materialien arbeitest. Gehen Stein, Fliesen, Fugen, aber das irgendwo ist Sägen, Sachen. Nicht Schleifen. Ja, das ist schon, ich sag mal, Sägen, richtig, genau. Aber da haben wir eben auch in der Form auch Schleifplatten, die sind ähnlich in der Kodierung. Das sieht natürlich jetzt auch schon ungemütlich aus. Das heißt, das ist jetzt im Prinzip der böse Bruder hier von der Kombination. Richtig, böse ist natürlich ein anderer Ausdruck, aber ja, also es ist hart abrasiv, ne? Genau, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Fliese kaputt hast, irgendwo im Badezimmer. Ja. So, die kannst du rausnehmen mit den Werkzeugen hier. Erstmal die Fliesenfuge, dann nimmst du die Fliese raus und dann hast du den restlichen vom Fliesenkleber noch dran. Und dann kannst du hier mit den Geräten auch schön in die Ecke gehen, um den Fliesenkleber abzumachen, um eine gerade Fläche zu haben, um den neuen Fliesenkleber mit der neuen Fliese wieder zu bestücken. Krass. Also dafür sind die Sachen ausgelegt. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Ich habe immer gedacht, ja, wofür soll das sein? Ja. Weil ich muss sagen, mit Fliesen habe ich hier noch nichts gemacht. Aber das ist ja genau das Ding, ne? Richtig. Also wieder so ein Spezialfall, aber du musst erstmal wissen, dass es das gibt und dass das geht. Ne? Ja, und da haben wir auch zwei verschiedene Varianten. Das ist jetzt, kannst du deiner Frau an die Ohren hängen, da sind Diamanten. Das heißt, du hast jetzt hier ein Diamantwerkzeug, das eben auch von der Standzeit unheimlich lange hält. Wir haben dann eben auch andere Varianten. Das ist eine Hartmetallbeträufelung, die ist dann wesentlich günstiger. Das heißt, wenn ihr nicht so viel braucht oder weichere Materialien hat, könnt ihr das wählen. Je härter das wird, je länger ihr damit arbeiten wollt, dann das. Aber es ist eigentlich von der gleichen Arbeitsweise her, nur eben unterschiedliche Materialien, unterschiedliche Standzeit. Du sagst, kostet ein bisschen mehr, hast du ungefähr Pi mal Daumen? Preis ist nicht so mein Ding, das macht in der Regel auch der Fachhändler. Michael weiß es nicht, ich weiß sowieso nichts. Da würde ich sagen, wir blenden das einfach mal gerade ein im Vergleich. Das heißt, ihr wisst jetzt definitiv mehr als wir. Wir müssen jetzt dumm sterben, zumindest ja, genau, bis das Video rauskommt. Ja, wir sind eher mehr von der handwerklichen Seite, eher von der Praxisseite her. Und diese kaufmännische Sache mit den Preisen, das machen eben Kollegen. Und deswegen bin ich da nicht ganz so fit. Obwohl, ja, ich würde sagen, gefühlt, wirst du, glaube ich, auch auf der Baustelle ein erfolgreicher Verkäufer.
Weil, ja, wenn du das sagst. Hier nimmt man, ich glaube, das kam auch im letzten Video so ab, dass man dir das abnimmt, dass man merkt, okay, der Kollege hat Ahnung. Der ist kein Dampfplauderer oder kein Dummschwätzer, sondern du weißt, wovon du sprichst. Ja, genau, wir sind immer voll an der Front. Das heißt, wir sind immer beim Handwerker direkt vor Ort. Das heißt, als erstes musst du dich verkaufen. Das heißt, du musst erstmal sehen, hey, die Glaubwürdigkeit rüberbringen, dass der Kollege weiß, hey, der Mann, mit dem ich gerade rede, der hat Ahnung. Das heißt, ich musste erstmal mit dem Dachdecker hoch aufs Dach, ja, oder mit dem Gas- und Wasserinstallateur in den Keller, um eine Kernbohrung zu machen. Und du musst eben die Akzeptanz erst haben. Erst dann glauben sie dir. Und wenn du dann eben das noch fachlich gut rüberbringst, dann ist das Zeug so gut wie verkauft. Ja? Und das heißt, das ist eben die Stärke, die wir haben. Das heißt, erst erstmal bist du dran. Genau wie hier und dann auch. Dann kommt der Vertriebskollege und schreibt einen Auftrag. Das heißt, wir können Metall fließen. Richtig, Fliesenflugen oder Teppichreste oder sowas abmachen oder den Teppichkleber auch abmachen. Auch fies. Aber den machst du damit auch ab? Ja, kannst du auch abmachen. Und je weicher das ist, umso größere Einsatzwerkzeuge kannst du nehmen oder unterschiedliche Systeme. Da kommen wir gleich zu, weil wir eben Starlock, Starlock Plus und Starlock Max haben. Das sind drei verschiedene Aufnahmesysteme und dementsprechende Zubehöre. Warum und wieso, können wir jetzt auch direkt mal sagen. Wir haben jetzt hier ein leichtes, handiges Teil. Das kann ich auf die beiden Sachen drauf machen. So, da steht auch drauf, ob es Starlock oder Starlock Plus ist, ja, und dementsprechend weiß ich, ich kann die darauf verwenden. Ich habe aber hier so eine riesen Platte, die ist ausgelegt für Starlock Max, weil ich brauche richtig Leistung, um mit dem wirklich was abzutragen. Also die Kräfte, die du quasi hier auf deiner Aufnahme überträgst. Richtig, die ich eben hier auf die Aufnahme überträge. Da geht eben nur ein leistungsstarkes Gerät. Und deswegen sind die kodiert, deswegen passt das nicht in die kleine 12-Volt-Maschine, weil die Maschine nach kurzer Zeit dann aufgeben würde. Und das ist eben der Grund, warum wir das kodieren, weil wir eben auch eine gewisse Leistung haben wollen in verschiedenen Anwendungen. Und die kriegst du nur mit einem großen Gerät. Aber du hast auch viele Anwendungen, wo du leichte, handige Sachen brauchst. Dann hast du hier den Gewichtsvorteil, den Preisvorteil, den flexiblen Vorteil. Ja, aber du kannst eben hier nicht die riesen Einsatzwerkzeuge damit machen. Und deswegen haben wir das kodiert. Ich sag mal, das hattest du beim letzten Mal, glaube ich, auch schon erwähnt, dass man auch so ein bisschen lernen muss, mit so einer Maschine umzugehen. Beispielsweise, dass wenn du jetzt hier das Tauchsägeblatt hast, dass du schon noch ein bisschen arbeitest, noch ein bisschen Luft drumherum lässt, weil auch das Sägeblatt oszilliert ja, schwingt. Genau. Es muss halt auch Luft haben zu schwingen. Wenn du das einfach nur stumpf so machst, dann ist es irgendwann, dann läuft genau. Nicht so gut. Das merkst du aber auch relativ schnell. War bei mir auch so ein Aha-Effekt. Es ist immer wieder für mich faszinierend, hiermit zu arbeiten, weil das Krasse ist, was ich finde, das oszilliert ja so schnell mit so einer Frequenz, du siehst ja hier kaum, dass hier was passiert. Und dann denkst du immer, hä, wie soll denn jetzt hier was passieren? Da passiert ja, doch nichts. Ja, ja, genau. War schön gesagt, aber letztendlich, das Ding verschwindet einfach. Und das ist geil. Ne? Und da kann man auch direkt die Maschinenbezeichnung nochmal angehen. Die heißen beide 28 und der heißt 36. Das heißt, es ist der Gradbereich, den wir gehen hier, also 1,4 Grad zur Seite. Ja? Und hier eben dementsprechend, jetzt muss ich rechnen, 18... 1,75. Ja, genau. Und dementsprechend hast du dann eben entsprechend die größeren Bereich, also den größeren Arbeitsbereich. Ist letztendlich 1,4 Grad. Das ist... Ja, kaum sichtbar, ne? Ja, und hier hast du eben 18, ne? Und das ist die Oszillation und dann haben wir noch die Frequenz, ne? Genau, das heißt, du hast eben entsprechende Frequenz. Und dann haben wir noch was, was eine Rolle spielt. Und zwar haben wir jetzt hier lange und wir haben kurze Einsatzwerkzeuge. Ja, etwas kürzer. Ne? Genau, richtig. Und je länger das ist, umso länger ist auch der Weg. Und das heißt, du hast jetzt hier wirklich die Vorteile, dass du mit einem leistungsstarken Gerät einen längeren Weg hast und die Kraft hast und dadurch auch wesentlich schneller nach vorne kommst. Und jetzt haben wir jetzt gerade hier die Farbkodierung. Das ist jetzt eben für Holz und Metall. Metall müssen wir immer eingrenzen, das ist mal für Nägel oder so, aber nicht für gehärtete Schrauben oder sowas. Da haben wir eine spezielle Klinge und das ist jetzt hier wieder das Metall. Und jetzt müssen wir auch nochmal gucken, dass wir hier auch in der Klinge Unterschiede haben. Ihr seht hier, das ist ein Hartmetallteil vorne drauf. Das ist eine Hartmetallklinge, die eben auch für die gehärteten Schrauben ausgelegt ist und ich da also mehrfach Schrauben durcharbeiten kann. So, das ist eben eine Klinge, die kriegen wir im Moment nur gerade hin. Alle anderen, wo ich ein Bimetall habe oder einen anderen Stahl, haben wir eine Kurve drin. Ja, das heißt, wenn man da jetzt mal guckt, dass man einzeln sieht, wir sagen da Curve-Tag zu. Das heißt, wenn ich auf einer geraden Fläche mit einem geraden Werkzeug anarbeiten möchte, da springt mir das immer weg. Das werdet ihr wahrscheinlich auch schon erlebt haben. Und durch diese Curve-Tech-Variante, durch diese gebogene Klinge, kann ich wesentlich besser ansetzen, sodass wir da eben nicht so leicht wegspringen. Wobei, also der Radius ist ja schon sehr gering, ne? Ist schon gering, aber das reicht voll und ganz aus. Das ist im Prinzip so ein bisschen so wie, wahrscheinlich, wenn du mit einer Stichsäge eintauchen willst, ohne Vorbohren. Geht auch, dann da brauchst du richtige Spitze dann, ne? Ja. Genau, musst du Gefühl haben, weil sonst ist Tumult am Genau, das ist Werkstück, immer das Werkzeug, ne? Und die Maschine ist immer nur so gut wie der Mann, der dahinter steht oder die Frau, ja? Also das ist jetzt eben wirklich
natürlich immer eine Sache der Art und Weise auch der Standzeit der Geräte, weil ich muss immer das Werkzeug arbeiten lassen. Wenn ich zu feste drücke, zu aggressiv reingehe, ist das immer kontraproduktiv. Ich bin dann nicht schneller oder besser, sondern das Werkzeug soll arbeiten. Und wenn ich das arbeiten lasse und diesen Kontakt zum Material halte, dann kann ich hier schon viel erreichen. Wie beim Bohrhammer zum Beispiel. Genau. Es gibt Leute, die beobachtest du manchmal, die haben entweder nicht die Kenntnis oder einfach nicht das Gefühl, die drücken da drauf rum und lassen den Bohrhammer nicht arbeiten. Dann fängt er nur an zu springen. Aber irgendwann hast du den Sweet Spot, dann merkst du das einfach. Ne? Oder richtig. Eine Säge, Handkreissäge. Die kannst du ja nicht so auf Gewalt durchballern. Merkst du irgendwann. Ja. Aber ich habe schon Leute auf dem Bau gesehen, wo ich dachte, du machst das doch beruflich. Aber die hatten das Gefühl nicht so. Hast du das auch schon gesehen? Ja, sehr oft. Da wollen wir jetzt nicht werten über die Jungs, ob die Ausbildung haben oder nicht. Aber das hast du sehr oft, auch gerade beim Winkelschleifer. Ja, je mehr drücken, umso besser. Aber ich muss die Drehzahl halten, ich muss den Kontakt zum Material suchen. Und das ist eigentlich kontraproduktiv. Ich habe eine geringere Drehzahl, dadurch weniger Abtrag. Ich habe einen wesentlich höheren Zubehörverschleiß. Ja. Die Maschine leidet. Temperatur, und der Mann, ne? Ja, genau, und der Mann dahinter, der muss drücken und machen, der braucht auch mehr Kraft. Ja, und ist dadurch auch schneller müde. Und wenn ich den arbeiten lasse, die Maschine, dafür sind die gebaut, dass sie mir die Arbeit abnehmen. Und wenn ich die wirklich arbeiten lasse, die Maschinen, dann erreiche ich auch das optimale Ziel. Und das wollen wir hier eben auch. Und das optimale Ziel gehört natürlich auch, ich habe hier eine Klinge, die hat eine gewisse Breite. Und wenn ich jetzt eine Schraube habe und ich gehe immer nur vorne, immer in der Mitte auf die Schraube, dann ist in der Mitte die Belastung relativ groß, das heißt auch eher stumpf. Also ich sage den Leuten immer, hey, pass auf, benutzt die ganze Klinge, ihr habt die ganze Klinge gekauft. Und dementsprechend auch nicht nur an einer Stelle arbeiten, sondern mal eben ein bisschen mehr. Können wir auch gleich mal zeigen. Und das ist eben auch der große Vorteil, wenn man dann die Breite ausnutzt, dass man eine höhere Standzeit hat und dadurch auch weniger Kosten. Und was ist jetzt Carbide? Das Carbide ist das englische Wort für Hartmetall. Okay. Hat nichts mit Carbid zu tun? Nein, Carbide. Glück auf, sag ich, ne? Ja. Weil Carbid-Lampe nee. Wäre dann wieder so die Vorfex-Geschichte. Ja, richtig. Also wir haben eben viele englische Ausdrücke im Programm. Und das ist Carbide, ist eben jetzt der Pseudonym für das Hartmetall. Und da haben wir eben sehr viel Hartmetall-bestückte Werkzeuge. Und hier haben wir eben die Klinge. Swiss-made? Ja, wird aber in der Schweiz hergestellt. Aber sehr cool auch Metal Max. Genau, das ist eben der Name Metal Max. Das ist eben die Bedeutung, dass wir hier für Stahl, für Metall ausgelegt haben. Habt ihr auch Mad Max? Nee, Mad Max haben wir nicht, wir sind noch nicht im Endzeit-Szenario. Kommt noch. Lassen wir uns was einfallen für Mad Max und Metal Max. Es gibt ja vielleicht auch Leute, die sagen, ja, muss das denn alles englische Begriffe jetzt, Carbide, warum schreibt man da nicht Hartmetall oder was weiß ich. Haben wir immer wieder, ja. Aber man muss ja auch eins mal sehen, weil ihr seid international. Richtig, die Zubehör werden weltweit für diese Anwendung hergestellt und nicht in verschiedenen Ländern. Und dementsprechend, Swissmade ist schon eigentlich ein Qualitätsausdruck, ja, dass wir wirklich in der Schweiz noch fertigen, also in Europa. Und ich habe jetzt eben auch den großen Vorteil, dass wir immer mehr jüngeren Leute auch diese englischen Begriffe eher akzeptieren. Ich bin sehr oft auch bei den alten Krautern, sage ich jetzt mal so, nicht negativ gemeint, die eben seit 30 Jahren in der Werkstatt ihr Ding machen. Und für die ist das immer noch schwierig. Kenne ich auch hier und da. In unserer Generation müssen wir eben umdenken. Und es ist einfach so, dass diese Begriffe sich auch durchsetzen. Ich denke mal, wenn meine Großeltern noch leben würden, die kämen überhaupt nicht mehr klar in der heutigen Welt. Ja, also hast du gesagt, ich schreibe dir eine WhatsApp, Oma. Was? Ich wollte fragen, wo die Nacht das Gewitter war. Ja. Ja, mein Vater auch, Saale, was wollen die da mit Saale? Ja, in jedem Laden steht Saale, was meinen die damit? Ne? Ja, Halle an der Saale. Ja, genau, ne? Ja, richtig. Günstige Preise. Ja, und das ist eben eine Generationsgeschichte und heute weiß jeder, warum und wieso das dasteht. Ne? Aber dann sagst du natürlich dein Vater auch, chill mal deine Base. Ne? Ja, genau, ja. Dann läuft das. Ja, genau, diese Anglizismen ist ein No-Go für mich, ja. Wird ab und zu mal thematisiert und man erwischt sich ja manchmal selber auch, dass man sagt, okay, das hättest du jetzt auf Deutsch sagen können, aber manche Begriffe sind einfach auch griffiger. Genau, aber kann ich jetzt auch noch eine Geschichte zu erzählen. Ja. Wir waren jetzt 2022 im Juli auf der Holzhandwerk und haben eben unsere Expert-Produkte gezeigt. Und das ist immer nur das Wort Expert gezeigt worden. Hintergrund ist eben, dass wir die besten unserer Werkzeuge jetzt blau eingefärbt haben, um eben auch Produktlinien aufzubauen. Das heißt, Expert wird das Beste, dann kommt eine mittlere und dann kommt ein Einstiegsbereich. Damit man das an der Wand ideal unterscheiden kann, wissen die Kunden jetzt alles, was blau ist, ist super. So, aber allein der Ausdruck Expert, da kamen viele nicht mehr klar, was meinen die damit? Und jetzt wollen wir da eben auch sagen, hey, wir reden nochmal drüber, hey, das Beste für euer Werkzeug und in die Richtung wollen wir dann gehen. Das heißt, auch wir lernen noch daraus, dass wir da eben auch, wenn wir irgendwas überlegt haben, was wir gemacht haben, es kommt beim Kunden nicht so an, dass wir darauf reagieren. Macht ihr da nicht auch mit so einer Sterne-Klassifikation für den Anwendungsfall? Also wir haben jetzt diese Kodierung jetzt über diese Farbkodierung über den Anwendungsfall und über die Aufnahme. Das heißt, das ist in der Regel schon unterschieden. Und dementsprechend müssen wir sehen,
wie wir das annehmen. Die haben da diese Farbkodierung schon lange. Die haben wir auch bei Stichsägeblättern, bei Säbelsägeblättern und bei anderen Sachen die Farbkodierung eben schon im Programm. Und einen haben wir noch gar nicht angesprochen, zum Beispiel das Graue. Das ist jetzt rein für Holz. Ja, das ist also eine Klinge, die eben nur für Holz ausgelegt ist. Da müssen wir noch mal gucken, ob wir noch eine graue finden. Das heißt, da dürft ihr nicht in Nägel mit reinkommen, weil dann ist sie sofort stumpf. Warum kaufe ich dann nicht immer, sage ich mal, das Carbid-Teil? Ja, weil das dann wahrscheinlich ein besserer Stahl ist, dann wahrscheinlich auch teurer. Mhm. Also das ist eben auch ein Unterschied. Aber ist die Standzeit dann nicht auch höher, wo ich sage, okay, ich habe jetzt das Dreifache bezahlt, beispielsweise? Nee, ist nicht unbedingt. Wenn ich jetzt rein im Holz unterwegs bin, nur für Holz, ist die Standzeit ebenbürtig, würde ich sagen. Ja. So dass wir da jetzt hier keine Standzeit-Einbuße haben. Die haben wir nur dann, wenn wir auf den Nagel kommen. So, und wenn ich jetzt hier mit dem Holz und Metall auf den Nagel komme, dann habe ich dann wesentlich höhere Standzeit als da, weil der ist hinüber und der arbeitet noch weiter. Mhm. Ja? Und dann steht eben auch drauf, was können wir damit machen. Und hier haben wir eben das Starlock Plus System. So, und wenn ihr euch jetzt mal die Klinge anguckt, dann haben wir vorne diese Curved-Deck-Variante, die ist breiter und hier werden wir schmaler und gehen dann zurück. Das sind mehrere Vorteile, weil diese oszillierenden Werkzeuge, die tauchen ja auch ins Material ein. Und je tiefer ich tauche, wie du eben schon gesagt hast, brauchen wir mehr Weg. Und dementsprechend haben wir hier schon mal eine gewisse Freiheit, weil wir sind ja so breit mindestens eingetaucht. Das heißt, wir müssen nicht zu breit in die Richtung gehen, sondern haben durch diese schlanke Klinge hier im weiteren Verlauf eben schon eine gewisse Freiheit. Und auch was im ersten Augenblick auch nicht so rauskommt, wir haben hier eine Tiefenskala drin. Wollte ich gerade sagen, ne? Ist auch smart. Ja, ist super. Ja, vor allem ist die eben auch nicht aufgedruckt, sondern sie ist eingelasert, sodass wir jetzt hier den großen Vorteil haben, die ist dauerhaft sichtbar, also nicht nach der ersten Anwendung weg, sondern permanent. Ja, das ist auch eine super Sache. Und auch hier sehen wir, die Aufnahme ist ähnlich, die Klinge ist ähnlich und hier haben wir nur eben die unterschiedlichen Aufnahmen. Ja, das ist jetzt Starlock Plus und das ist jetzt Starlock Max, das heißt, das passt auf die Maschine, aber auch alle anderen rückwärtskompatibel passen drauf, nur eben die passt eben nicht. Also um das für mich mal klar zu machen, ich habe jetzt hier eine Aufnahme, da sehe ich hier die Schlitze. Richtig. Dann sehe ich hier quasi ein Kreuz und da sehe ich wirklich einen Stern. Genau. Also hier innen. Was ist jetzt was? Also das steht eigentlich überall drauf. Das ist Starlock, das ist Starlock Plus, steht drauf und das ist Starlock Max. So, das heißt, diese große Klinge, die so lang ist, die kriege ich nicht auf die kleineren Werkzeuge, die passt nur auf das große. Also ist es letztendlich auch keine Schikane von euch, dass man vielleicht denken könnte, ah, jetzt bringen die wieder irgendwas anderes und jetzt muss ich wieder ein anderes System, sondern es geht wirklich darum, um den Anwender quasi vor Fehlbedienung zu schützen, um auch wirklich zu sagen, pass auf, Kollege, genau wie du jetzt ja bei SDS Max so ein Kaliber vorne dran hast, als Kernbohrer oder irgendwas, den kriegst du natürlich auch nicht bewusst auf den normalen SDS Plus, weil da reicht einfach die Power nicht. Genau, dann sind wir am richtigen Thema bei der Power und dementsprechend haben wir jetzt im Vergleich zu den früheren Varianten dreidimensional hier eingearbeitet. Ich zeig dir jetzt nochmal was aus der Historie. Das war unser altes System, da haben wir auch schon die entsprechende Klinge gehabt, aber die waren flach, das heißt nur zweidimensional, in der Länge und in der Breite. Hier haben wir schon mit angefangen, das war rund und das ist unser altes OIS-System gewesen. Da war die Kraftübertragung noch nicht so ideal und jetzt sind wir nicht nur in der zweidimensionalen Sache, sondern in der dreidimensionalen Geschichte, auch hier mit den Haken. Das heißt, bei dem Gerät ist es wichtig, die Kraft zu übertragen aus der Maschine über das Zubehör aufs Material und das haben wir jetzt hier ideal gelöst. Und dieses Starlock-System, das haben wir mit Fein zusammen entwickelt. Und wir vertreiben auch diese Sachen gemeinsam mit der gleichen Aufnahme. Das heißt, ein Bosch-Produkt oder ein Fein-Produkt, wo Starlock oder Starlock Plus oder Starlock Max drauf, kannst du wechselseitig auf die jeweiligen Kollegen eben mit draufpacken. Das heißt, ist der Hersteller dann auch gleich vom Zubehör? Oder haben die unterschiedliche... Also es geht hier um die Aufnahme und wir haben eben in der Schweiz diese Aufnahme entwickelt. Und wenn Made in Switzerland draufsteht oder Made in Swiss, dann wisst ihr, woher das herkommt. Okay. So. Und ich will das nicht über, weiß es auch nicht, was wo oder wie der Feind dann diese Aufnahmen produziert. Es geht jetzt nur darum, dass für den Verwender der Vorteil da ist, dass er, ob er ein Bosch-Produkt kauft oder ein Feinprodukt, ob er eine Bosch-Maschine oder eine Feinmaschine hat, das wechselseitig benutzen kann, weil wir jetzt hier ein System haben. Und das hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Und deswegen sind wir in diese Richtung gegangen, weil wir mit einem Werkzeug eben viel abdecken können. Also wir haben jetzt Schneiden, Schleifen, Trennen, Sägen. Sägen. Dann dieses Schaben. Mit dem, wo haben wir es? Hier habe ich ihn. Ja, genau. Ich hatte jetzt diesen Schaber und da sehe ich direkt, ist violett. Und dann habt ihr jetzt im Prinzip, es sieht fast aus wie ein Messer. Genau. Ist natürlich jetzt nach vorne, nicht angespitzt, für irgendwelche anderen Anwendungsfälle. Und hier siehst du wirklich, wie speziell, wie spezifisch das, was vorne dran ist,
das Werkzeug nachher macht. Ne? Genau. Hier wird es noch spitzer. Das ist wieder die unterschiedliche Aufnahme, dann warum das länger ist. Haben wir einmal hier und einmal da. Ich würde mal sagen, vielleicht um Teppich oder sowas zu trennen oder Teppich, zu schneiden. Aber auch Dachpappe zum Beispiel, Wellpappe und so weiter. Also in der Richtung ist das ideal, weil man mit einem Cuttermesser damit arbeitet. Da kann schon mal sein, wenn ich da irgendwo einen Widerstand habe und überwinde den Widerstand, dass das Messer ruckzuck irgendwo im Bein ist oder sonst wo. Und hier hast du den Vorteil, durch diese Oszillation kannst du da super langsam sauber mit rangehen, deine Varianten machen. Können wir gleich auch mal ausprobieren. Ja. So, und das ist eben die unterschiedlichen Anwendungen, die wir hier haben. Und wir haben eben auch Verwenderbefragungen gemacht und haben geguckt, wie sehen die Anwendungen aus und haben immer dafür die idealen Geschichten auf den Markt gebracht. Also letztendlich ist das Multitool wirklich ein Multitool, aber das Multitool wird erst zum Multitool durch das entsprechende Zubehör. Richtig. Und da gibt es eine ganze Menge. Ihr habt auch so ein paar Sets, habe ich gesehen. Nehmen wir erstmal die Sets. Auch hier ist eben Starlock Mass, best for Heavy Duty. Das heißt Heavy Duty, starke Anwendungen, ganz feste Sachen. Da ist auch die Carbide-Klinge mit dabei. Und das ist jetzt eben best for Cutting. Ja, das sind eben andere Einsatzwerkzeuge. Das ist dann eben mehr für Sägen, fürs Trennen ausgelegt. Aber da auch nochmal der Hinweis, dass die Leute sich wirklich ein bisschen informieren, ein bisschen mal beraten lassen, beim Händler beispielsweise oder auch im Netz, kannst du ja auch nachlesen, oder bei uns, dass man jetzt wirklich das richtige Werkzeug, das richtige Zubehör für den entsprechenden Anwendungsfall hat, weil du hast eben das Beispiel Nägel genannt, wenn du jetzt so ein normales Sägeblatt für Holz nimmst, ballerst du durch ein paar Nägel, ja klar, das ist ruckzuck stumpf und dann hast du natürlich auch keine Freude mehr. Ne? Dann habe ich noch gesehen, das hier sieht für mich so ein bisschen aus wie ein Tiefenanschlag. Genau, also wir haben zwei verschiedene Tiefenanschläge jetzt dabei. Ja, das ist ziemlich einfach und den kann ich jetzt eben noch besser einstellen. Ist auch eine Sache, wo ich am Anfang gar nicht dran gedacht habe. Weil ich dachte, okay, das Werkzeug ist für sich, erklärt sich eigentlich von selbst, okay, ich kann sägen. Aber wenn du jetzt beispielsweise wirklich mal eine Bodendiele auftrennen willst oder irgendwo, dann ist natürlich unangenehm, wenn du dann vielleicht in die Unterkonstruktion mit rein sägst. Genau, das ist ganz einfach, Türstock abschneiden. Du legst Parkett, Laminat, Fliesen, ja, und dann ist es so, dass du die Türzarge entsprechend abschneiden musst, damit du das Parkett, Laminat weiter drunter legen musst. Das sind so viele Anwendungsbeispiele, das ist eigentlich so der Klassiker von diesen Multitools. Und dann ist das Problem, ah, da bist du durch und schwupp, bist du mit dem Einsatzwerkzeug in der Wand drin. Und was passiert, wenn ich da in die Wand reinkomme, ist relativ schnell stumpf, also kannst du nicht mehr einsetzen, weil es dafür nicht ausgelegt ist. Und dementsprechend kann man die Tiefenanschläge benutzen, um eben zu sagen, pass mal auf, ich komme nur so tief, wie ich möchte. Und das ist eben ein großer Vorteil und das ist eben auch relativ unbekannt. Diese Zubehörer haben wir schon lange im Programm, aber wenn man sich nicht informiert, im Zubehörkatalog guckt oder im Netz guckt oder beim Händler nachfragt, dann geht das schnell an einem vorbei. Und hier ist der große Vorteil, deswegen machen wir das ja auch, um das auch zu zeigen. Das ist wieder so eine Geschichte hier, habe ich bisher auch noch nie gesehen, aber ich gucke drauf und ich glaube, ich verstehe es, wie es funktioniert. Ich muss es dafür erst nur aus der Verpackung nehmen. Das ist wieder so einfach wie genial. Du sagst mir, wo das drauf kann. Kann das hier drauf? Das kann da drauf, ja. So, das ist jetzt eben auch ein Preisunterschied hier eben auch insgesamt, das Set 12 Volt. GOP, das ist der einzige, den wir noch hier mit den Innensechskant haben. Bei den anderen haben wir das Schnellspannsystem. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, das aufzusetzen. Ich habe jetzt hier einen Punkt, wo das genau reinpasst. So, richtig. Jetzt sieht man schon, du legst das wie so einen Kragen hier einfach drum um diesen Schaft und jetzt hast du vier verschiedene Tiefen und dann drehst du es einfach so, dass eben der Abstand entsprechend gewahrt ist. Ganz einfach. Das ist eine einfache Sache mit vier unterschiedlichen Tiefen, die dann je nach Einsatzwerkzeug tief genug sind. Also es ist nicht immer die gleiche, sondern wenn ich ein längeres Einsatzwerkzeug habe, gehe ich natürlich tiefer rein. Und deswegen ist auch die richtige Auswahl an den Einsatzwerkzeugen hier wichtig, damit ich eben nicht in die Tiefe komme. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo im Parkettbereich mal was ausschneiden will, um das auszuflicken, dann muss ich eben sehen, dass ich die richtige Tiefe habe. Und deswegen haben wir hier diese einfache Geschichte mit dem Drehteil. Aber wir haben jetzt eben auch hier für größere Sachen, für längere Klingen, eben den besser einstellbaren Tiefenanschlag, wo ich eben wesentlich flexibler bin. Kostet wahrscheinlich 2,50 Euro. Kostet wahrscheinlich ein bisschen mehr, habe aber dann dementsprechend andere Möglichkeiten. Also das ist immer so eine Sache, was ihr an Geld aufgeben wollt, was ihr eben machen wollt und so weiter. Jetzt hast du gerade das Thema angesprochen. Hier musst du mit einem Innensechskant-Schlüssel das Ganze arretieren und hier hast du einen Schnellspanner. Richtig. Und ich stehe mir auf diese Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil... Das ist immer wieder eine Freude. So, und jetzt kommt der drauf. Einmal drücken, es macht Klick. Und es arretiert. Und fertig ist die Lauge. Es sind über die gleichen Entwickler, die hier an dem Starlock-System gearbeitet haben, die haben das X-Lock entwickelt. Mhm. Also die hatten schon Erfahrung, deswegen ist das so gut. Das ist echt krass. Ja. Aber das ist jetzt nicht einfach Federkraft, sondern das ist jetzt nochmal arretiert.
Das ist jetzt nochmal arretiert, genau. Ja. Und das geht es wieder darum, das ist richtig fest eingespannt, weil, wie gesagt, durch dieses kleine Hin- und Herbewegen müssen wir sehen, dass wir wirklich diese Kraft, die da entsteht, über diese Aufnahme auch weitergeben. Wenn ich dann nur einseitig gespannt hätte, dann könnte es sein, dass die Maschine sich bewegt, aber das Einsatzwerkzeug nicht. Und hier haben wir die optimale Kraftübertragung, dadurch eben ein super Arbeitsergebnis. Dann gab es im letzten Video auch ein paar Fragen, 12 Volt oder 18 Volt. Ich sage immer so, gerade im Akkuschrauberbereich liegt immer an dem Anwendungszweck, an dem Einsatzfall, den derjenige hat. Ja, und das ist eben der Vorteil des Systems. Also es gibt Leute, die haben eben unsere 12-Volt-Serie. So, die haben eher leichte, filigrane Anwendungen. Das geht eher so in den Tischlerbereich rein. Und die haben auch nicht beim GOP die großen Anwendungen. Das ist der große Vorteil, dass wir jetzt hier haben, hey, wir haben mit dem gleichen Akkupack, den ihr im Schrauber, in der Stichsäge, im Hobel, in der Kantenfräse oder wo auch immer habt, den gleichen Akku drin. Das heißt, ihr müsst nicht auf ein anderes Volt-System übergehen. Und war da ihr eben eher da auch filigrane, leichtere Sachen macht insgesamt, dann reicht der aus. So, wenn ihr jetzt natürlich eher mehr von der 18-Volt-Seite kommt und ihr habt das 18-Volt-System, dann würdet ihr nicht nochmal ein 12-Volt-System einsetzen, sondern ihr würdet ganz klar den nehmen, der kompatibel ist mit meinem Akkusystem. Und das ist eben die Möglichkeit, die Vielfalt, die wir ihm bieten. Wobei, ich denke, da muss ich nochmal sagen, aus meiner Sicht rechtfertigt sich ein 12-Volt-System immer. Ja. Ich habe es letztens noch gehabt, habe ich wahrscheinlich schon mal in der Sendung irgendwo erzählt, ich war in der Schreinerei und die waren alle mit 18-Volt-Geräten am Machen, aber dann aber auch wirklich Schubladen zusammenschrauben, 3,5 mal 16 oder irgendwie sowas, und dann sind die da mit den dicken Geräten dran gewesen. Dann sage ich, hier, was wäre denn damit? Ja. Ja, ach so, ist ja aber irgendwie, also das war dann so eine Kultursache, dass die einfach gar nicht auf dem Schirm hatten, dass du mit so kleinen Geräten wirklich auch viel angenehmer arbeiten kannst für den entsprechenden Anwendungsfall. Ne? Genau, das kommt meistens aus der Historie raus, weil die gesagt haben, die kleinen Akkus können nichts. Genau. Ja? Und ich habe eben auch viele Anwendungen, wo ich eben auch mal das 18-Volt-System brauche, vielleicht im Fensterbau oder irgendwo Demontage oder ähnliche Sachen. Und dann wollen sie sich eben nicht zwei Werkzeugsysteme aufs Lager legen und, und. Aber das ist eben natürlich immer, wie du sagtest, die Ergonomie, die Leichtigkeit, die Handigkeit ist ein zeitlicher Vorteil, auch ein Kraftvorteil, sodass es sich immer lohnt. Ja. Jetzt haben wir noch einen Punkt hier bei den GOPs. Die Drehzahlregelung kann man ja eigentlich nicht sagen, weil es ist jetzt hier quasi die Oszilliergeschwindigkeit. Ja. Also die Hertz quasi. Wie auch immer, letztendlich genau. Power versteht jeder. Wo ich mich frage, was für was? Weil wenn ich jetzt hier irgendwo mal so eine Leiste durchsägen will oder so, dann mache ich immer Vollstoff. Ich war ja auch gerade im Wohnwagenprojekt, da habe ich auch ein paar Leisten, da musste ich irgendwas neu bauen. Und normalerweise würdest du ja zum Beispiel eine Dachlatte vielleicht eher mit einer Stichsäge mal eben durch. Aber dann hatte ich gerade das Ding da an der Hand und dann dachte ich, komm, eben zack. Und da war ich wieder erstaunt, wie geil das ist. Ja. Also wie schnell, klar, ist dann vielleicht nicht so der mega präzise Schnitt, aber es hat einfach den Job gemacht. Kann ich jetzt zwei Beispiele nennen. Wir haben jetzt zum Beispiel jetzt hier einmal den Fliesenkleber, den wir abmachen wollen. Wenn wir jetzt mit voller Geschwindigkeit daran kommen, da kann es sein, dass das Zeug hart und weich wird und flüssig, sodass es sich hier alles zusetzt. Das heißt, es wird nicht abgetragen, sondern wird aufgeweicht. Und dann hast du natürlich ein Problem, dass du da auf dem weichen Material dann arbeitest. Wenn du da langsamer rangehst, dass es nicht so heiß wird, dann hast du einen wesentlich höheren Abtrag, als wenn du es zu schnell machst, das Material wird warm, bevor es abgetragen wird und verflüssigt sich, also wird wieder weich. Und dann hast du überhaupt keine Chance, das wegzukriegen. Das ähnlich eben auch hier, wenn du da Kunststoffe auch abmachen möchtest, auch da kann es sein, dass das Zeug weich wird oder ähnliche Sachen in der Richtung, sodass du da wirklich ein Problem hast, das abzuarbeiten. Also da kann man immer noch mitspielen. Vor allem, wenn du jetzt hier an eine Kante rankommst, möchte irgendwo vorsichtig rangehen und willst nicht mit vollem Puller drüber gehen, weil auch zu weit ist dann eben ein Problem. Und dadurch kannst du eben auch die Stärke der Maschine ein bisschen drosseln, dass du dann eben vorsichtig an deinen Arbeitsende sozusagen rangehen kannst. Habt ihr da Empfehlungen auf den Werkzeugen irgendwie beigefügt oder aufgedruckt oder auf den Verpackungen? Das Problem, was wir eben haben, wir wissen ja nicht genau, was der Verwender jetzt damit machen will. Deswegen haben wir jetzt schon grobe Richtlinien. Wir haben also eine Farbkodierung dann dran und teilweise eben auch ganz klar, hier ist Starlock-System. Ja? Und da sind eben die Materialien, die ich bearbeiten will, jetzt auch abgebildet. Das heißt, ich muss jetzt nicht 1000 Worte in 10 verschiedenen Sprachen machen, sondern kann jetzt hier über die Bebilderung erkennen, hey, für dieses Material ist dieses Werkzeug ideal. Aber wenn ich jetzt noch kein Experte bin, kann ich mir trotzdem Expert kaufen? Ja, natürlich. Okay.
Okay, wie heißen die Linien dann oder die Lines? Also Expert? Expert und die anderen werden noch neu definiert. Da sind auch noch keine Sachen raus. Wir haben jetzt mit dem Expert angefangen, um im gewerblichen Bereich da eben auch ein Level zu setzen. Weil wenn du vor einer großen Wand stehst und du hast dann für den einen Anwendungsbereich 4, 5 verschiedene Werkzeugmöglichkeiten, Auswahlmöglichkeiten, dann weißt du nicht, welches das Richtige ist. Und hier kannst du sagen, hey, alles was blau ist, ist genau das, was ich für den Profi-Einsatz brauche. Und dann gucke ich noch, hey, für welches Einsatzgebiet ist das Richtige und dann kann ich es mir nehmen. Ich bin also auch wesentlich schneller in der Auswahl und sicherer in der Auswahl. Das ist der Hintergrund. Aber aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung noch der Tipp, die Geräte leben eben von dem, was vorne dran ist. Und wenn ihr euch das zulegt, dann guckt, dass ihr euch nicht nur ein Sägeblatt kauft, sondern kauft euch ein paar, weil die werdet ihr eh irgendwann brauchen. Und wenn das genau. Eine stumpf ist, wenn ihr es gerade braucht, ist sehr ärgerlich. Richtig, deswegen haben wir auch nicht nur Einzelverpackungen, sondern auch 5er-Verpackungen oder 10er-Verpackungen. Ja, und wenn ich viel brauche, ist das natürlich in einer großen Verpackung immer pro Stück günstiger, als wenn ich es nur in einer Verpackung oder in 5er-Verpackung nehme. Und das ist eben dementsprechend die Auswahl. Die Auswahl habt ihr und könnt euch selber entscheiden. Ich brauche das nur einmal, dann reicht mir das einfach und ich bin ein Handwerker, wo ich permanent irgendwelche Laminate verlege und ich muss öfters damit arbeiten, dann kaufe ich mir das Großpack, weil ich insgesamt günstiger bin. Oder demnächst ist ja auch bald Weihnachten, ne? Warum statt ein Paket Socken nicht mal ein Paket Sägeblätter unter Weihnachtsbaum? Genau, oder jetzt hier mal so ein Set, ja, das wäre auch mal eine schöne Möglichkeit. In so einer schönen Geschenkverpackung. Richtig. Ja, jetzt kommt der Vertriebler aber durch. Dann würde ich sagen, hast du noch was noch gesagt werden muss? Staubabsaugung? Genau, das wollte ich jetzt auch noch sagen. Denkt man nämlich auch nicht dran. Ja. War bei meinem Gerät, glaube ich, im Lieferumfang, kann das? Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht, welches Paket du gekauft hast. Also wenn wir das komplett alles kriegen, da ist auch der mit dabei. Aber ich sag mal, in der Solo-Variante ist es nicht dabei. So ist eine Absaugung natürlich immer so eine Sache. Es kommt immer auf das Einsatzwerkzeug ab. Wenn ich die Absaugung hier habe und da oben arbeite, dann funktioniert das natürlich nicht. Und dementsprechend ist das hauptsächlich ausgelegt, wenn ich jetzt diese Delta-Platten nehme, diese Dreiecke, um dann eben auch abzusaugen, da wo das Material eben entsteht. Ja? Gerade dann, wenn ich irgendwo schon im bewohnten Raum arbeite, wenn ich schon im Badezimmer arbeite, wo eben schon drin gewohnt wird oder in der Wohnung, wo noch drin gewohnt, im Badezimmer wohnst du ja nicht direkt. Der Staub kann eben 2 Zimmer weiter im Schlafzimmerschrank landen. Und das hast du dann eben hier nicht. Oder nach unten träufeln oder was auch immer, sodass du wirklich Möglichkeiten hast, staubfreier zu arbeiten. Jetzt mal Butter bei die Fische. Wie ist denn so deine Wahrnehmung, wenn Handwerker unterwegs sind? Arbeiten die vorzugsweise schon mit Staubabsaugung oder nehmen die das als wichtig an? Weil mein Eindruck ist manchmal, dass ich denke, okay, da kommen jetzt Handwerker, die machen einfach den Job. Die interessieren sich gar nicht, ob jetzt der Staub abgesaugt wird oder Hauptsache muss schnell gehen. Und ich denke immer, dass das wirklich auch positiv wäre in der Außenwirkung, wenn du zum Kunden kommst. Bist wirklich komplett Staubabsaugung, weil dann verlässt du den Arbeitsplatz wieder. Es ist alles, ne? Klar können die mal eben irgendwo wegsaugen, aber wenn jetzt ein Küchenbauer oder wer auch immer da richtig am Machen ist, dann hast du ja diesen Staub überall in deiner Bude verteilt und genau. Das machen die nicht weg. Die gehen ja nicht hin und machen anschließend nochmal eine Grundreinigung. Ja, genau, das ist eben das, was ich auch sage. Je weiter der Raum, die Wohnung fertig ist, umso eher wird abgesaugt. Weil ich hatte das tatsächlich, ja. Ein Küchenbauer fing da an mit Stichsäge rumzumachen. Da denke ich, ja, okay. Und irgendwann dachte ich, sag mal, geht's noch? Warum hast du da keine Staubabsaugung dran? Ja, das war nicht ihr Ding. Und du hast den Staub überall nachher. Genau, also wenn einer denkt, ich bin ohne Staubabsaugung schneller, dann hat er sich getäuscht, weil die Nacharbeit hinterher, das alles wieder sauber zu machen, das ist wesentlich länger. Ja, aber die Nacharbeit war ja bei mir dann. Ja, genau. War ja schon wieder weg. Und da denke ich immer, Leute, macht mehr Staubabsaugung. Ja, und es wird eben viel auch über Mundpropaganda dementsprechend erzählt. Und wenn der Handwerker sauber und gut gearbeitet hat, dann wird er eben weiterempfohlen. Wenn die Hausfrau dann sagt, boah, der hat hier rumgesaut, der hat zwar gute Arbeit geleistet, aber guck mal, wie es hier aussieht, ist das schon wieder kontraproduktiv. Ja. Also das ist immer auch in meinen Augen, was an Absaugung möglich ist, sollte ich machen. Weil es ist nicht viel mehr Aufwand. Es ist vielleicht mal ein bisschen nicht so ideal im Handling, aber es ist super. Deswegen haben wir eben auch viele Absaugsysteme bei uns im Programm. Können wir mal ein extra Video von machen. Oder wir haben zum Beispiel jetzt Absaugbohrer bei SDS Plus, SDS Max bis also 35 mm. Genau, das sind Hohlkronen vorne. Das ist eben... Vorne in der Aufnahme, in der Spitze, sind Löcher drin. 1, je nach Durchmesser auch 2. Und das ist ein Rohr hinterher. Das ist also keine Gewindestange mehr, keine Wendelung mehr, sondern du hast eben die Absaugung direkt vorne. Und die Wendelung beim Hammerbohrer ist eigentlich nur dafür gedacht, um das Bohrmehl abzutransportieren. Dafür ist die Wendelung da. Und die brauchst du ja nicht mehr. Deswegen haben die keine Wendelung. Das heißt, du bist nicht nur staubfreier, du bist auch schneller und hast weniger Verschleiß. Das ist ja krass. Das ist wahrscheinlich wirklich so von den großen Bohrgeräten. Die richtige Bohrung machen in die Erde, die machen das ja auch so. Ja. So, du kannst ja jetzt viel erzählen, aber ich denke, ihr seid genauso dafür wie ich, dass wir jetzt mal ein bisschen mal Butter bei die Fische geben, mal ein bisschen Kette hier, ein bisschen Praxis. Ich meine, wir wissen jetzt alle, dass du Praxis kannst, aber du hast ja auch so ein paar Sachen mitgebracht. Und die ganzen Werkzeuge hier vorne dran, die lassen wir jetzt mal arbeiten.
Da räumen wir mal kurz um, ne? So, jetzt haben wir mal so ein bisschen was vorbereitet. Im Prinzip die klassische Situation, wie man sie eigentlich auf jeder Baustelle trifft. Du kommst da hin, ja, und hast ein Brett mit tausenden von Rohren, Holzdübeln. Ich sehe Kunststoffrohre, dann sehe ich hier so Verbundmaterial. Genau. Mit Alukern. Richtig. Kupfer, auch mal ein Schräubchen dabei oder auch mal ein Nagel. Richtig, genau. So, und uns geht es jetzt nicht darum, die Schrauben ins Holz zu schrauben, sondern wir wollen es im Prinzip hier freie Fahrt für freie Bürger. Genau, so. Wir brauchen eine Autobahn, ja. Da basteln wir da quasi eine zweispurige Autobahn mit baulich getrennten Fahrbahnen, könnten wir auch noch machen. Und zwar mit dem GOP. Gott. Richtig, genau. So, bevor das jetzt hier an den Sägeblattwechsel geht, ziehst du die Handschuhe an, weil es muss ja auch alles seine Ordnung haben. Da zeig mal her. So, jetzt habe ich jetzt hier drei Sachen für die gleiche Anwendung. Ne? Das ist einmal Starlock, dann hast du hier Starlock Plus und hier Starlock Max. Die beiden passen jetzt in das Starlock Plus Gerät rein, aber das nicht, das passt in das Starlock Max. Deswegen nehmen wir das jetzt mal weg. Und jetzt kann ich dir gerne eine geben, die eben ausgelegt ist für die Schraube. Und du wolltest doch erstmal hier das Holz machen, ne? Ich habe mir gedacht, man will ja auch mal Sachen machen, die vielleicht nicht so gut ausgehen. Ich würde jetzt mal Holz nehmen. Genau, da steht Wood drauf, also so Holz. Und das bereite ich erstmal vor. Und jetzt hier, joa. So, Safety First, PSA am Start. Die Mickey-Mäuse noch nicht. Aber das Gerät läuft ja auch noch nicht. Ich wollte nämlich noch mal kurz zum Akku was fragen. 4 Amperestunden reicht für so eine Maschine aus. Das heißt, 8 Amperestunden würde nicht in mehr Leistung umgesetzt werden. Ne? Genau, weil der Motor eben für diese Größe der Akkus ausgelegt ist. Das heißt, für die alten Akkus mit den 18650er Zellen ist das konzipiert worden. Die Motorleistung reicht voll und ganz aus, um die maximale mögliche Arbeitsleistung aus dem Gerät rauszukriegen. Aber da nochmal der Hinweis, letzter Teil, ne? Da haben wir das Thema Akku ja wirklich auch in entsprechender Ausführlichkeit behandelt. Aber was man jetzt hier auch erkennt, der Akku 21700er Zellen ist ja einreihig und das finde ich immer sehr elegant, gerade bei solchen Sachen, wie schön schmal und handlich das ist. Ne? Genau. Dann mache ich jetzt die Mickey-Mäuse auf, wir haben das Holzblatt, also wir werden wahrscheinlich bis hier kommen und dann gucken wir mal. Genau, was geht. Ja, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, sagt man ja. Speed hier auf 6. Volle Pulle. Volle Pulle. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht mal viel gedrückt oder so. Reicht aus, voll und ganz. Und das ist jetzt auch der Unterschied zum 12 Volt. Also der 12 Volt wäre jetzt nicht so zornig, ne? Der wäre nicht so schnell gewesen, weil das Zubehör kürzer ist und die Leistung der Maschine nicht so stark. Sollen wir diese Reihe nochmal machen? Also das war jetzt die A2, sollen wir nochmal die 1 machen und du machst dann die A7 mit dem 12er? Können wir gerne versuchen. Ja, mach mal. Da war er jetzt gar nicht drauf gefasst, dass er jetzt hier mal mit der 12-Volt-Maschine noch antreten musstest. Du hattest dir schon was anderes überlegt, aber wie im Leben so oft, es kommt immer anders, als man denkt. Richtig. Oder manchmal. Aber wo wir jetzt hier gerade quasi vereint sind mit der gleichen Werkzeugspitze, genau, fällt mir noch was ein. Das Gewicht. Also ich habe hier das Gerät, 18 Volt, 1813 Gramm. Können Sie das bestätigen? Jawohl. So, notariell beglaubigt. Und jetzt kommt die 12-Volt-Geschichte. Und jetzt haben wir... Oh, 1001 Gramm. 1001. Fast das doppelte Gewicht, ne? Oder die Hälfte. Das heißt, jetzt muss er aber auch doppelt so schnell liefern. So halb. Genau, wenn wir jetzt nochmal einen Längenvergleich machen, ja, ne? Hast du, siehst du jetzt hier, dass das Einsatzwerkzeug von dem Starlock kürzer ist als das von Starlock Plus. Ja, weil das ausgelegt ist für die Leistungsfähigkeit der Maschine. Ich glaube, das geht euch genauso wie mir, dass man jetzt wirklich einen Aha-Effekt hat, dass man das wirklich jetzt checkt. Okay, das ist jetzt nicht irgendwie Schikane oder die wollen jetzt noch eine Linie verkaufen. Nee, da sagt dir das Werkzeug im Prinzip genau, was geht und was nicht. Richtig, optimiert auf die Leistung des einzelnen Gerätes. Stell mal vor, das wäre bei Autofahrern so. Im Prinzip, je nachdem, wie deine Fahrkenntnisse sind, so schnell fährt dein Auto. In der Realität ist ja oft so, dass die Leute meinen, wenn sie das Auto fahren, könnten sie dann entsprechend auch so fahren. Ne? Was bist du eigentlich für ein Autofahrer? So zügig? Also wenn du jetzt ein schnelles Auto hast, bist du eher zügig oder 130 Zutsche? Guck hier, was ist das für ein Kombi? Also ich sag mal so, da ich jetzt so 95% meiner Fahrtätigkeit im Sprinter sitze, also erhöht, kann ich super vorausschauend fahren. Das heißt, ich kann mich wirklich der Verkehrslage wesentlich schneller und eher anpassen als andere. Dafür habe ich immer das Problem, dass die hinter mir drängeln, weil vor mir diverse andere langsamer fahren, denken die immer, ich wäre der Langsame. Und das Klassiker. Ist immer das Problem, ja. Klassiker. Hast du schon Software drauf? Dann mache ich dir gleich Stage 2. So, komm. Jetzt genug weiter der spaßigen Worte. Wir sind ja hier keine Comedy-Veranstaltung. Es geht ja hier ernsthaft um Werkzeug. Ich mach hier, du machst da. Kriegen wir hin. 3, 4, 1,
Ich hatte jetzt schon ein bisschen den Ehrgeiz, Gas zu geben, weil ich dachte, wenn du mich jetzt abziehst. Aber du hast auch schon alles gegeben. Ja, ich bin eher zurückhaltend, vorsichtig, weil ich ja nicht will, dass die Maschine abkackt. Ja? Und deswegen war ich doch schon relativ vorsichtig. Du hast auch gesehen, hey, ich bin dann hier ein bisschen zu hoch gekommen, weil ich es hinten so hoch gehalten habe. Du bist sauber in der Ebene, also waagerecht. Ja, das war ja der Wettbewerbs... Da. Genau, ja, das heißt, hier hätte ich das Gerät weiter runterhalten müssen. Ja. Genau, ja, du machst das ja tagtäglich und ich rede immer nur und deswegen kannst du das besser als ich. Ja, das ist immer auch so eine Sache. Ich will dem Handwerker nicht sagen, wie er und was er arbeiten muss, weil er macht das immer tagtäglich. Ich kann ihm nur Tipps und Hilfestellungen geben, mit welchem Werkzeug er seine Arbeit besser oder schneller machen kann. So, jetzt wird's aber spannend. Jetzt gehe ich hier wieder auf die A7. Genau, und jetzt gehst du nochmal hier in das Gewand. Ah, mit dem Holzblatt. Es tut mir eigentlich weh, ne? Ha, das ist... Hast du schon mal Leute gesehen, die mit dem HSS-Bohrer in Klinker reingehen? Weiß ich nicht, muss das? Oh, nee. Ah. Das ist fast wie mit Kreide über eine quietschende Tafel. Ja, das Heißeste, was ich gesehen habe, der Holzbohrer, mit der Zentrierspitze haben die Holzbohrer, ja, und hat versucht, der Metall. Und hat sich gewundert, dass er nicht überhaupt über ins Material reinkommt. Ja. Und das ist, ja. So. Krass. Hast du das gesehen? Ich habe die Hälfte, der ging relativ gut, aber dann war natürlich Ende. Ja, hat er schon gemerkt, obwohl das wird jetzt noch einigermaßen gehen. Nee, da ging nichts mehr. Oder das Sägeblatt saß jetzt vielleicht voll oder so oder zu. 12 Sekunden später. Ich bin ein bisschen doof. Bitte? Ich sag dir, woran es liegt. Warum der plötzlich hier? Ich bin am Anschlag. Ich komme hier nicht durch, ich habe hier keinen Platz mehr. Und ich dachte, das wäre am Sägeblatt. Ja. Aber so ist es, ne? Es ist live, Leute. Es ist hier nichts gefaked. Genau. Kein Netz, kein doppelten Boden. Ich habe mich auch gewundert. Ich dachte, hat der irgendwie so einen Zeitzünder drin oder so? Das wird, nach der Hälfte war ich Schluss. Deswegen war ich ja überzeugt, hey, das geht noch. Also, nochmal von vorn. Ja, es ist nichts, wie es scheint manchmal, ne? Alter, was hast du denn für Sorgen. Das Ding, das wämst ja da so durch. Ja, also Alu ist ja, was da drin ist, ja nicht sehr dick und es war ja auch nicht unbedingt viel. Und das Blatt ist eben auch, obwohl es für Holz ausgelegt ist, natürlich auch für Hartholz ausgelegt. Und Alu und Hartholz sind von der Härte her ähnlich, sag ich jetzt mal. Und dann hast du eben auch hier Möglichkeiten, auch noch mal ins Kupfer reinzugehen. Guck mal, ob das geht. Oh. Aber schätze mal, da wird er dann aufgeben. Ich mache mir erstmal noch ein bisschen Platz. Oder? Ich mache noch mal ein bisschen Alu. Oder so. Mein lieber Krokoschinski, ey. Das ist jetzt eigentlich rein für Holz ausgelegt. Natürlich können alle, die auch für Holz und Metall ausgelegt sind, natürlich noch mehr. Oder die Carbide-Klinge kann noch mehr. Wenn du das jetzt vergleichst, sag ich mal ein anderes Holzblatt oder deins, du hast ja hier keinen Missbrauch betrieben. Du siehst schon, dass das ein bisschen stumpfer ist, ne? Jetzt geben wir Carbide drauf. Genau. Da haben wir ja gelernt, der Werkzeugwechsel ist ja jetzt... Loslassen? Darf ich? Mhm. Sehr gerne. Schwupp. Und jetzt kannst du an die Schrauben ran. Ich räume einfach mal ein bisschen auf. Ich fange schon mal hiermit an, um zu gucken, wie der dann so durchgeht. Ja. Es riecht ein bisschen und es hat gefunkt, hast du gesehen? Das ist immer dann, wenn du schon etwas weiter durch bist und von der Hartmetallklinge ist das eigentlich nicht das Problem. Aber wenn du dann irgendwo an der Stahl kommst, dann entstehen dann die Funken durch das Bewegen. So, und hier Kupfer nochmal. Gefühlt war der am Anfang ein bisschen widerspenstig, aber ich habe nicht gedrückt, ne? Lacht das daran? Ja, hätte ich ein bisschen mehr ruhig ein bisschen mehr geben können. Okay. Und da sieht man eben auch den Unterschied zwischen der Curve der Klinge. Die sind super hier durchgekommen, weil die auch vom Ansatz her eher einen Zieneschnitt hat. Und hier habe ich aufgrund des Hartmetalles die gerade Klinge und dann ist beim Ansatz manchmal so ein bisschen hin und her gesprungen. Da kannst du ruhig mal Gas geben. Deswegen halte ich den GOP auch anders. Ich habe eine Hand weiter vorne und eine weiter hinten. Weil das war natürlich jetzt auch die Erfahrung, die ich dann hier nicht so habe. Weil tatsächlich, glaube ich, habe ich mit dem Ding noch nie
Metall gesägt, immer nur Holz, Kunststoff oder sowas. Und ich bin jetzt erstmal davon ausgegangen, okay, lass die Maschine arbeiten, keinen Druck groß drauf geben. Ja. Oder sagst du, war genau ja, das bei Ding? Bei dem hättest du ja, schon mal, schön. Dann geben wir mal Gas hier. Dann versuche ich mal von hier. Interessanterweise merkte man jetzt auch, wenn du am Anfang bist, wird es schwierig. Wenn du dann mittendrin bist auf der Linie, wie Butter. Und am Ende nochmal, wenn er dann zuläuft, wird er nochmal ein bisschen langsamer. Richtig. Er wird dann, auch warm, muss genau, ich mal sagen. Weil auch mehr Zähne dann angreifen. Ne? Deswegen habt ihr ja gesehen, ich habe auch immer ein bisschen das Gerät hin und her bewegt, um eben die ganze Klinge zu benutzen und nicht nur eine Stelle. Aber was natürlich jetzt wirklich cool ist, ich meine, das erinnert mich so ein bisschen an das Thema Säbelsäge. Wenn du irgendwo im Bestand bist, musst irgendwie ein Rohr abtrennen oder so, kannst du natürlich mit der Säbelsäge schön randnah, dadurch, dass das Sägeblatt sich biegt. Aber hier ist ja das, da brauchst du ja großartig nichts biegen und du bist. Wenn man einen Ruheanschluss so gemacht hat, können wir bündig, ne? Arbeiten. Genau. Ja. Aber der Vorteil ist eben der gehärtete Stahl, die Schraube. Und das dann können wir gerne noch weitere machen. Da gucken wir uns einfach mal nochmal die Klinge an. Da werdet ihr das sehen, da ist überhaupt nichts dran. Wir haben jetzt schon zwei Schrauben, ja. Damit gibt es jede Menge andere Sachen. Und wenn man sich jetzt mal die Klinge anguckt, also da ist jetzt überhaupt kein Zacken raus oder irgendwo was stumpf ist, ist nur ein bisschen Farbe ab. Ansonsten kannst du da wirklich Dutzende, Hunderte, hätte ich beinahe gesagt, je nach Durchmesser an Schrauben auch bearbeiten. Immer in der Art und Weise, wie du vorgehst. Wir haben jetzt auch auf der Messe eine gesehen, die haben einfach nur in der Mitte gedrückt. Dann hast du so nach 7-8 Anwendungen gesehen, dass die Zähne in der Mitte abgenutzt werden, weil die auch dadurch immer heißer werden. Und je mehr du das auf die Klingenbreite verteilst, umso mehr wird die Hitze auch verteilt. Und dadurch hast du eine höhere Standzeit. Ja, ja, klar. Wenn du natürlich jetzt ein Sägeblatt so ballerst, dass es auch blau anläuft oder so, dann hast du eh. Ne? Ja, genau. Deswegen gibt es auch bei den Säbelsägeblättern, die wir haben, auch unterschiedliche Längen, weil je nach Anwendung brauchst du das ja nicht. Wenn du ein langes Blatt kaufst und immer nur kurze Sachen machst, dann hast du ja das vorne die Spitze eigentlich umsonst gekauft, ja, und hast du aber auch bezahlt. Und dementsprechend ist immer die Möglichkeit, in den verschiedenen Längen dann optimal zu kaufen. Ich mach mal hier so quer lang. Ja, mach mal weiter. Ich könnte ja jetzt theoretisch auch den so drehen und dann so, ne? Ja, geht auch. Das heißt, du hast verschiedenste Positionen. Ich glaube, insgesamt 16 mögliche Positionen. Das heißt, wenn du das jetzt mal so drauf legst, hast du im rechten Winkel, vielleicht auch weiter nach vorne. Musst du mal gucken, wie es am besten passt. Hast du noch welche? Schade. Wir müssen erst mal die Klinge angucken, vorne. Ja, da ist irgendwas, eine Ecke. Aber das ist eigentlich für das, was wir gemacht haben, eigentlich ein Witz. Wir haben auch nicht geschoren, super. Ne? Ja. Habt ihr ungefähr eine Zahl, wo ihr sagt, naja, wenn du jetzt zum Beispiel hier Nägel machst, dann hast du 100 Nägel, kannst du schaffen oder so? Oder? Das ist immer schwierig, weil es eben die Nägel gibt es auch die 80er Nägel in zwei verschiedenen Stärken. Dann kommt es darauf an, was wie, für Vibration, wie frei ist der. Die Schraube hat eben sich mitgearbeitet. Ne? Das heißt, je mehr die mitarbeitet, umso länger bist du dran. Da kannst du auch wirklich schwierig irgendwelche Aussagen treffen. Vor allem, weil eben auch der Verwender dahinter steht, der das anwendet, eben auch wirklich einer der Faktoren ist, die das eben auch in der Stückzahl entsprechend entscheiden. Ja. Aber wir haben das schon mal gemacht. Also ich sag mal Hunderte, wenn ich es anständig mache, von diesem Durchmesser. Das geht. Okay. Jetzt würde mich interessieren, wie ihr da so drauf seid mit so einem Oszillationswerkzeug. Seid ihr da so auch komplett universell unterwegs oder seid ihr eher Metallbereich? Oder schreibt doch mal eure Anwendungsszenarien und ob ihr auch so schockverliebt seid. Bin ich ja eigentlich nicht mehr schockverliebt. Ich habe ja meine Liebeserklärung schon am Anfang rausgehauen. Ne? Aber wir hatten einen Kollegen hier hinter der Kamera, der hat gerade schon in einer kurzen Drehpause gesagt, er wusste gar nicht, dass er das braucht, dass er das alle die Jahre vermisst hat. Ja, aber da hättest du mal besser hier Videos gucken können. Ich kenne auch einen, da kannst du das mal ausleihen. So, jetzt haben wir einen neuen Anwendungsfall. Genau. Und auch das ist mit Werkzeugen aus dem Hause Bosch kein Problem. Nehme ich mal an. Ja. So wie du hier stehst. Genau, selbstbewusst richtig. Und ja. Frisch und kraftvoll. So, jetzt haben wir hier Dachpappe oder andere Sachen. Was haben wir gemacht? Früher mit dem Cuttermesser. Ne? Die sind teilweise nicht mehr zugelassen und und. Und jetzt haben wir hier eine Klinge drauf, die in zwei Richtungen arbeitet. Das ist die Klinge, die einmal zum Schieben ist, zum Drücken, hier unten die Klinge. Und eben noch ein Ziehmesser. Als Michael das Zeug hier angekarrt hat, dachte ich erst, Moment mal, hier, ne?
Vollschutz, aber es ist kein Fasermaterial, kein Asbest und sowas. Es ist einfach Dachpappe. Genau. Nur anders geformt. Dann wollen wir mal. Da bist du jetzt ja ordentlich zornig durchgegangen. Mhm. Da ist der 12 Volt auch ausreichend. Also 18 Volt würde es jetzt sagen, macht jetzt nicht geht so viel auch, wenn du das 18 Volt Maschine hast, passt genauso drauf. Klar, geht auch, aber das ist ergonomischer, genau. Ja, ja. Das ist immer ein Aufwand, den hast du beim 18 Volt natürlich nicht. Dafür hast du das schwere Gerät in der Hand. Eben hast du gedrückt, jetzt ziehen. Darf genau. ich mal? Ja, gerne. Kannst du gerne machen. Brauchst du mir das zu? Na klar. Jetzt müssen wir immer aufpassen. Wenn sich das mitbewegt, dann ist die Leistung vom Gerät natürlich eingeschränkt. Deswegen ja. musst du gucken, dass du das eben ruhig hältst. Ja. Aber wenn ich eine große Fläche auf dem Dach habe, ist das eigentlich kein Problem. Das ist krass. Ich musste ein bisschen drücken, aber es war nicht viel. Ich hatte neulich noch das Thema Abisolierwerkzeuge und dass man mit einem Cutter vielleicht nicht fachgerecht abisoliert, weil es auch eine Gefahr bedeutet, wenn du richtig Druck drauf gibst, rutscht dann ab. Dann macht so ein Cuttermesser Sachen, die nicht so schön sind. Und ich glaube, das ist ja hier auch der Fall, wenn du jetzt hier mit so einem Messer oder so, du musst einfach Kraft aufwenden und wenn dann was daneben geht, hast du diese Kraft, die du auch gut umsetzen kannst, zum Beispiel in einem Finger oder im so. Im Finger, aber meistens im Oberschenkel oder wenn die Hand zu nah dran ist, die andere hier unten, ja, dass ja. du da mal reinsägst oder schneidest. Und hier kann ja nicht viel passieren, weil ich nie groß Kraft aufwende. Das heißt, wenn ich jetzt abrutsche, da habe ich keine Energie mir noch irgendwie voll. Richtig, weil wie ich eben schon sagte, dass das Werkzeug muss arbeiten. Das passiert hier auch. Das heißt, du hast einen gewissen Druck, aber musst den nicht erhöhen, um schneller oder was auch immer zu haben. Die Maschine arbeitet aus sich. Du hast das irgendwann im Gefühl, welchen Druck du aufbauen musst. Und deswegen kannst du eben auch so enge Radien dann machen. Ne? Da sind auch Möglichkeiten da. Und das ist eben auch der große Vorteil, dass der Druck immer permanent gleich ist und ihr dadurch eben ein besseres Arbeitsergebnis erzielt und dadurch auch eben ein Gefahrenpotenzial minimiert. Also ich habe ja noch ebenso stolz getönt, dass ich hier meine tollen Klingen hatte, wo ich die Solarpanels mit weggeschabt habe, mit dem Sika Flex. Aber das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ich glaube, das werde ich mir auch nochmal in die Werkzeugkiste legen. Haben ist ja bekanntlich besser als brauchen. Kenne ich so einen Spruch. Ja. Du könntest wahrscheinlich damit jetzt auch andere Sachen schneiden, wie, was weiß ich, bestimmte dünnere Isoliermatten oder so, könnte ich mir vorstellen. Ja. Oder Teppich. Ja, geht auch. Perfekt. Ja. Eigentlich sehr gut. Wenn der Teppich eben gut aufliegt, dann kannst du eben auch drücken. Aber meistens wird das eben gezogen. Dadurch besteht auch nicht so die Gefahr, dass du in den Boden mit reingehst. Gerade auch, wenn da drunter noch Materialien liegen, dass du die eben leicht hochziehst und dann sauber abarbeitest. Aber jetzt denke ich mir gerade, Oszillationswerkzeug, Multitool, was auch immer, die meisten kennen das als Säge. So, das ist ja jetzt schon ein bisschen weiter gedacht. Mhm. Ist das eine Sache, die du in der Praxis oft wiederfindest oder ist das wirklich exotisch und die Leute rümpfen erstmal die Nase, wenn sie das hören, oder? Ja, also exotisch immer dann, wenn sie es nicht kennen. Das ist alles exotisch, auch wenn wir die Sachen schon 10 Jahre im Programm haben. Und wenn ich jetzt zum Dachdecker komme und so, der eine Lösung sucht, dann haben wir hier eine günstige, einfache Lösung, um eben auch seine Probleme eben abzuarbeiten. Und das ist es eben, dass wenn ich jetzt zum anderen, zum Holzleutmann komme, wenn er irgendwas anderes machen will, der braucht das nicht unbedingt. Ja? Aber wenn er nicht nur Laminat oder Parkett verlegt, sondern auch Teppich, ja, Bodenleger insgesamt, dann kann ich das wieder gebrauchen. Also es kommt immer auf den Anwendungsfall an, auf den Handwerker, der was wie auch immer macht. Hast du eigentlich wieder was mitgebracht für unsere Zuschauer am Ende der Sendung? Immer wieder. Da steht schon was, ne? Da steht schon was. Ich dachte nämlich gerade, er soll mal so einen raushauen, weil viele werden ja schon das 12-Volt-System haben. Und ganz ehrlich, ne? Also... Ja, der sieht so leicht und klein aus, der wird gerne unterschätzt, aber die Arbeit, die ich damit mache, die ist ja nicht riesig. Ich will ja keine Wand durchstemmen, ja, und da habe ich eben wirklich Möglichkeiten. Du weißt ja ein bisschen, was hier so auch rumsteht und rumliegt hier. Als ich das mit dem Wohnwagen hatte, mit den Solarplatten, ich habe auch 12 Volt genommen statt 18 Volt, weil es reichte und es ist einfach viel, viel handlicher. Das ist fast ein Kilo, ne? Und man denkt immer so, wir kennen das ja auch beim Akkuschrauber- und Ausdauertest. Man denkt so, ah, 300 Gramm, 200 Gramm. Aber machst du 500 Schrauben, dann merkst du 200 Gramm richtig hart. Ja. Ja. Das geht in alle Richtungen, ob das Akkuschrauber sind oder Schlagschrauber, die versuchen wir alle leichter und kleiner zu machen. Ja, da kommt noch einiges. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass leichter, kleiner auch sehr effektiv sein kann. So, jetzt hast du da noch was mitgebracht. Du sagtest, du hast hier, bist da dabei, dein Tiny House zu bauen. Ja.
Das ist auf jeden Fall ausbaufähig. Aber auch vom Wandaufbau kann ich schon mal sagen, ist gut. Genau. Du hast alles dabei. Laminat. Ja, hier einen kleinen Wandaufbau. An der Wand ist eigentlich in der Regel beim Neubau immer irgendwo eine Dampfsperre drin, irgendwo eine Folie oder wenn ich eine Dose senke, dahinter liegende Materialien wie ein Kabel oder so, dass ich nicht kaputt machen möchte. So, und wir haben sehr viele Bilder mit unserem GOP im Netz, immer wenn man gerade solche Anwendungen macht. Aber das, was nicht berücksichtigt wird, ist das Teil, was ich jetzt hier drauf habe. Und zwar ist das ein Tiefenanschlag. Im Tiefenanschlag kann ich mich an der Wanddicke eben orientieren, fallen mit dem Werkzeug nicht da rein und dadurch beschädige ich keine dahinterliegenden Materialien. Also so ein Tiefenanschlag, den kann man ohne Probleme nachkaufen, zukaufen und dran machen und hat dadurch noch eine effektivere Arbeit, eine sichere Arbeit, weil ich dahinterliegende Materialien nicht kaputt machen kann. Das heißt, ich kann jetzt hier durch die Gipskartonplatte, durch die OSB-Platte, aber dann ist die Tiefenbegrenzung da, dass ich die Folie dahinter eben nicht beschädige. Also ich habe jetzt Rigips, also ist er 12 mm? Wenn es die dickere ist, ist es ja, eine 12, eine 15er OSB. Dann haben wir nochmal eine 15er OSB und dahinter haben wir aber noch locker 20 mm. Genau, ich habe jetzt die Dachlatte jetzt eben dahinter gemacht, weil das einfach vom Aufbau her in der Regel so ist. Du hast dann eben erstmal ein Ständerwerk, dann hast du dann eine Lattung und dann baust du da darunter. So, also im Prinzip hier eine Sache, Tiefenanschlag. Wird das häufig benutzt oder ist so eher so in der freien Wildbahn? Naja, brauche ich nicht, komm, zack. Ich meine, das Schöne ist ja auch, wenn du jetzt hier zu tief kommst, wenn du wieder weg bist, das sieht ja keiner mehr. Ja, das ist ein verdeckter Mangel. Verdeckter Mangel ist laut VOB 20 Jahre haftbar. Ja, gut. Nein, es ist einfach so, dass die meisten kennen das gar nicht, dass es das gibt. Wenn ich zum Beispiel hier so ein Wandszenario habe und wenn ich Parkett oder Laminat lege, dann mache ich ja den Türstock, schneide ich unten ab, damit ich das Parkett, Laminat, Fliesen oder was auch immer da drunter schieben kann. Und dann arbeite ich auch die Zarge entsprechend ab und dann komme ich dahinter, mache nichts kaputt an Material, was dahinter liegt. Bei dem Mauerwerk ist das egal. Nur deine Klinge hier, deinem Zubehör ist das nicht egal. Das geht dann kaputt und hat ja nicht die hohe Standzeit. Das heißt, mit dem Tiefenanschlag schonst du dadurch auch noch das Zubehör. Und ich sag mal, es gibt ja diese ganzen Tricks beim Bohrer, ne, mit Edding anzeichnen oder mit einem Stück Isolierband oder ein Kabelbinder. Hier nicht so geil. Ne? Vor allen Dingen auch die Markierung im Edding schützt ja nicht, dass du auf einmal durch bist und dann das letzte Stück und dann ist die Dampfsperre kaputt. Hast du das jetzt nur mal so als Anschauungsobjekt mitgebracht oder gehen wir jetzt noch mal? Nö, nee, das habe ich gebaut, damit wir es auch anwenden können. Ja, ja, also können wir jetzt mal ran mit dem Tiefenanschlag. Also ansonsten haben wir jetzt hier GOP mit Kabel. Das Old ist noch School, mit Kabel, ja. Aber nach wie vor fällt mir direkt hier auf, der Knickschutz. Genau. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, da ist wieder so ein bisschen so der Level von Qualität. Wenn ihr jetzt einen billigen irgendeinen hast, hätte das jetzt nicht. Ja, gerade bei den Geräten, wo ich auch sehr viel hin und her geben muss oder irgendwo um die Ecke möchte, da ist natürlich so ein Kabelschutz immer noch super, dass es eben dafür sorgt, dass ich eben nicht so leicht abknicke und dadurch das Kabel beschädigt wird. Dann ist das ist die empfindlichste Stelle. Unsere Reparaturwerkstatt in Willershausen hat da bei Kabeln die meisten Kabelbrüche. Nicht, weil das schlecht rangemacht worden ist, weil das dann teilweise auch, wenn ich das mal haben darf, so irgendwo in den Koffer reingelegt wird oder so umwickelt. Und da hast du natürlich hier die meisten Spannungen drauf. Und da kriegst du die Krise. Ja, wenn Leute so Sachen und dann das Kabel vernudeln und dann ist das total verdrillt. Aber ja, weißt du, wo mein Monk auch anspricht? Wenn ich Leute sehe, die ein Festnetztelefon auf dem Bürotisch haben und da ist ja diese Spiralschnur. Ja, ja, und genau. Bei mir muss die immer, ohne Vertüdelung, muss die immer so schön, das schafft man auch. Über Jahre schafft man das, indem man das Telefon einfach nimmt und dann wieder anders. Und da gibt es Leute, die machen das nicht. So fängt nicht das Kabel! Und dann gibt es Kabelbrüche. Und ja, dann ist kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja. Aber wir wollen jetzt hier sägen. Darf ich jetzt mal direkt natürlich loslegen? Darfst du. Genau. Bist du eigentlich richtig eingestellt? Du kannst ja von oben mal drüber halten, damit man auch sieht, ja, ob das jetzt richtig ist. Also eben habe ich ja gemessen, 12, 15. So, dann hast du jetzt hier dein GOP und dann bist du eigentlich tief genug drin. Ich meine, wenn du es weißt, kannst du es ja einstellen vorher. In der Regel weiß ich ja, was ich im Landaufbau habe. Ja. Ich meine, ansonsten könntest du ja immer noch sagen, dass du, sag ich mal, ultra vorsichtig rangehst, um mal die Schnitttiefe festzustellen und dann machst du es nach und kannst dann die weiteren Schnitte easy peasy. Ne? Genau. Man müsste übrigens heute noch mal sagen, ne? Bis jetzt ist der heißeste Tag des Jahres. Wir haben draußen, glaube ich, 39 Grad. Ist schon heftig. Dafür, ja, finde ich, machen wir den Job hier ganz gut heute. Ne? Ja. Was soll ich denn überhaupt hier ausschneiden? Entweder reißen wir was an, da musst du filigran arbeiten oder du machst einfach, wie ach, du willst. Mach einfach.
So, Mädels, habt ihr jetzt gesehen? Das ist ein bisschen staubige Angelegenheit. Das heißt, normalerweise hätte ich dich jetzt dafür verpflichten müssen, dass du mit dem Staubsauger noch mal ein bisschen den Staub minimierst. Richtig. Ich muss eigentlich das Ding hier rauspicken, weil der ist nicht ganz rausgegangen. So, aber das Wichtigste ist, Tiefenanschlag hat funktioniert, hat seinen Job gemacht, denn die Dampfsperre ist wirklich unangetastet. Ja. Und ich hatte eigentlich keinen Stress. Ich meine, mit der Genauigkeit, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber ich wollte jetzt einfach mal durchwärmen. Ne? Ja, genau. Ist auch mal ganz schön. Wir wollen jetzt hier jetzt nicht irgendwie filigran was bauen, sondern einfach nur die Möglichkeiten des Werkzeuges darlegen. Was ich hier noch vorhin gedacht habe, das sieht aus wie so ein Schuh, ne? So ein Führungsschuh. Ist das auch dafür gedacht, dass ich eventuell so quasi mich vorarbeite? Genau, deswegen haben wir ja auch die unterschiedlichen Einsatzwerkzeuge. Ich kann das jetzt hier reinmachen und kann jetzt zum Beispiel, wenn ich an Randner arbeiten möchte, irgendwo noch mein Laminat kürzen, damit ich Abstand von der Wand kriege. Also ich habe verschiedene Möglichkeiten. Und wenn der Tisch hier zu lang ist, ist im Lieferumfang noch was anderes dabei. Das ist einfach nur so ein Dorn, der dann da reinkommt. Warte mal, richtig rum. So, und hier hast du dann auch deinen Tiefenanschlag, allerdings nur mit einer Spitze und nicht mit einer Fläche. Wirkte jetzt eben wie abgesprochen, als ich dann sagte, guck mal, könnte das sein? Ja, da haben wir direkt was, aber das war wirklich nicht abgesprochen. Ich habe mir das wirklich nur gedacht, ich wusste gar nicht, dass du das Ding hier noch in der Ecke hast, aber das sieht auch schon serious aus, ne? Ja, genau, und deswegen, wie gesagt, immer wieder Starlock Max, das kriegst du nicht auf den kleinen 12er GLT. Mega. So, eingangs hatten wir euch ja schon ein bisschen was erzählt. Ja, genau. Zu dem, was du hier so mitgebracht hast, nämlich einer der ersten Stichsägen von euch, damals noch Scintilla, gehört ja mittlerweile zu Bosch oder gehörte dann zu Bosch. Aber der Michael hat einen ganz besonderen Schmankerl mitgebracht, nämlich, erzähl mal was dazu, das ist die einzige erste Stichsäge, die es noch gibt. Genau, das ist eigentlich ein Modell, das ist, als ich zum Testen rausgebracht worden ist und da gibt es eben kaum eine Serie zu. Die Idee dazu hatte der Albert Kaufmann, das war ein Mitarbeiter, ein Entwickler von Scintilla. Und der hat eben aus der Idee einer Nähmaschine ein Stichsägeblatt konzipiert und hat dann gedacht, okay, die Nähmaschine, die ist eben irgendwo stationär. Ich brauche irgendwas, um mobiler zu sein, weil die Platten hier einfach nicht immer unter so eine Nähmaschine passten. Das heißt, die Idee kam ursprünglich von einer Nähmaschine, von dem Prinzip, des Arbeitsprinzips einer Nähmaschine. Man sieht ja immer noch auch so ein bisschen Oldschool hier, Bakelitgehäuse, wahrscheinlich, nehme ich mal an. Ja. Was ich mal denke bei solchen alten Schätzchen, da strahlt immer so eine unheimliche Wertigkeit aus. Und dann denkt man immer, naja, damals war alles noch Metall und so, das war noch Wertigkeit. Das Thema war einfach, dass man damals auch noch nicht die Kunststoffe hatte und die Bearbeitungsverfahren, um sowas gleichwertig zu produzieren, dass es funktional war. Ne? Genau. Hier könnten Kohlen drin sein? Ich schätze mal, da haben wir die Möglichkeit genutzt, das zu öffnen, um dann einfach und schnell die Kohlen zu wechseln. Und das sehe ich jetzt erstmal auf den zweiten Blick. Ich dachte, das sind einfach hier so Löcher, aber da sind so Lüftungsgitter hinter. Genau, richtig. Ne? Das ist die Belüftung der Anwendung. Genau, dass der Motor eben gekühlt wird. Krass. Jetzt ist leider kein Kabel mehr dran. Das heißt, wir werden nie erfahren, ob das Gerät hier noch funktional ist. Ich würde es schon gerne mal benutzen. Allerdings müssten wir erstmal die richtigen Stichsägeblätter. Und da ist wieder die Frage, nehmen wir jetzt Expert for Wood? Oh. Ja, würde ich schon nehmen. Aber wahrscheinlich war es noch nicht der Einnockenschaft, sondern es war eine andere Aufnahme. Der Einnockenschaft ist ja entwickelt worden, um schnell zu wechseln, ja, um dieses SDS-System auch nach vorne zu bringen. Und das war wahrscheinlich einfach nur eine gerade Aufnahme. Du siehst hier, es geht einfach hoch und runter. Aber normalerweise hast du ja irgendwie hier noch eine Führung mit so einem Lager. Hier sehe ich, das sieht merkwürdig aus, aber hier sind so Nuten drin. Also es ist mal schmaler, mal dicker. Irgendwas wird damit zu tun haben, je nach Sägeblatt, ne? Genau, weil du wahrscheinlich breitere oder schmalere Sägeblätter gehabt hast, je nach Anwendung. Ja, vielleicht haben sie da schon versucht, anfangs nicht nur Holz zu schneiden, sondern auch Metalle. Aber da gibt es wahrscheinlich verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten. Aber das werden wir nie erfahren, weil die Jungs, die gibt es nicht mehr. Genau. Albert Kaufmann, den kannst du telefonisch auch schlecht erreichen. Das war dann die Evolutionsstufe 1. Mhm. Finde ich schon sehr krass, weil es ja sehr kompakt ist. Ja. Hast du eine Ahnung, wie viel Leistung hier drin war? Ich schätze irgendwas zwischen 300 und 400 Watt. Mehr wird da nicht gewesen sein. Glaubst du? Also wenn ich jetzt so alte Bohrmaschinen mal nehme, dann haben die ja oft so um die 100, 150 Watt. Das wäre doch eine Frage an die Schwarmintelligenz draußen. Wie viel Watt hatte diese Lestro-Stichsäge? Wer schreibt, kriegt einen Extrapreis. Also ihr kriegt einfach einen Ehrenpreis, ne? Von mir. So ein Dankeschön, so ein Herzchen oder sowas. Nee, aber total interessant, sehr kompakt. Und einfach total solide. Ist alles Vollmetall. Heute ist ein Akkuschrauber, da wird geworben, Vollmetall-Getriebegehäuse. Wow, hier ist einfach alles Metall. So, und dann ging es aber weiter. Du hast dich ja so ein bisschen eingelesen in die Entwicklung der Stichsäge. Denn was die nicht hatten, war Pendelhub. Genau. Erklär noch mal eben Pendelhub. Also
Ja. Vielleicht kennen es einige Leute noch nicht oder sind ja nicht so ganz im Thema. Das Prinzip des Pendelhubes ist eben so, dass er nicht nur hoch und runter geht, sondern dass er eben auch eine gewisse Pendelung hat, damit das Sägeblatt nicht permanent am Material ist und dadurch eine höhere Schnelligkeit entwickelt, die Späne besser abtransportiert werden und das Blatt insgesamt kühler bleibt. Weil es eben nicht mehr quasi an dem Material runterrattert, wenn der Sägezahn eh nicht schneidet, ne? Genau. So, und da gibt es eben auch die verschiedensten Anwendungen, verschiedenste Möglichkeiten. Wir haben also hunderte von Stichsägeblättern im Programm. Also da ist auch eine Vielfalt, wird immer größer. Genau. Und da habe ich auch gleich was Neues. Ich habe mal ein Video gemacht, so ein kleines DIY-Projekt. Und da hatte ich so ein Budget mir gesetzt. Und da habe ich geguckt, okay, 3 Elektrowerkzeuge, die ich quasi einem Einsteiger mit auf den Weg geben würde. Und das war natürlich der Akkuschrauber. Dann kam noch ein Exzenterschleifer, um einfach ein bisschen schleifen zu können. Ist auch mal ganz gut für Oberflächen, aber natürlich auch eine Stichsäge. Weil ich finde, gerade am Anfang ist eine Stichsäge, wenn du sonst keine Elektrowerkzeugsäge hast, ist eine Stichsäge das A und O, weil du kannst relativ gerade schneiden, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst mit einer Schiene oder sowas. Du kannst aber auch eben Kurven schneiden, Ausschnitte, du kannst auch mal kleine Sachen einfach abtrennen, Dachlatte abtrennen. Von daher war auch Stichsäge für mich eines der ersten Elektrowerkzeuge als Kind. Genau, finde ich auch. Und zwar hast du eben die Möglichkeit, viele Sachen schneller und einfacher mit anderen Werkzeugen zu machen. Aber mit der Kreissäge kannst du zum Beispiel nicht im Kreis schneiden. Ne? Ist also ja. Das Kreissägeblatt eben gemalt mit Kreis. Ich habe jahrelang... Ja, es sind eben viele, die das mal annehmen, dass der Kreissäge im Kreis schneiden kann, aber es ist eher so ein Running Gag, sage ich jetzt mal. Und da kannst du mit der Kreissäge super gerade schneiden, aber nicht in die Kurve. Aber mit der Stichsäge kannst du das eben. Und das ist eben die Flexibilität der Stichsäge ist eigentlich schon sehr, sehr hoch. Ich muss euch auch mal ein Kompliment machen. Das liegt jetzt nicht daran, dass wir jetzt eine Kooperation haben, weil ich habe ja alle gerne. Aber ich finde, dass man hier bei dem Design dieser Maschinen wirklich so ein bisschen in den Schwärmen geraten kann. Denn das ist wirklich für mich so Formfalles Function. Es ist aber trotzdem irgendwie eine unheimliche Ästhetik und eine unheimliche Zeitlosigkeit. Denn wenn ihr euch mal diese Stichsäge anguckt, wir reden hier über rund 40 Jahre, die das Gerät alt ist. Ne? Und die sieht, finde ich, immer noch zeitgemäß aus. Ja, hat sich hier und da ein bisschen was am Tisch getan. An verschiedenen Materialien zum Beispiel dürfen wir jetzt hier nicht mehr komplett Metall zeigen. Das muss eben abgeschirmt werden. Man hat natürlich ein Schnellspannsystem entwickelt. Das ist hier eben nicht. Da war noch der Schraubendreher vorne dran. Aber da sind wir schon immer wieder vorne dabei gewesen, was die Einstellungsmöglichkeiten betrifft. Und früher hat man die langen Schraubendreher gehabt. Ja, dann kam eben ein Schnellspannsystem, was auch nicht so optimal war. Und dann hat man eben dann das SDS-System erfunden, um dann eben auch noch mal schneller und einfacher das Sägeblatt zu wechseln. Ja, und hier könnt ihr auch sehen, den Hebel für den Pendelhub in 3 Stufen und eben deaktivieren. Und das hat sich bis heute eigentlich so gehalten. Das heißt, da hat man wirklich schon damals eigentlich was gehabt, was nahezu perfekt war. Dieses ist wofür? Das ist das Gebläse nach vorne. Das heißt, du kannst den Anriss freipusten und du kannst es abstellen, wenn du zum Beispiel von Unterflur arbeitest oder mit einer Absaugung und so weiter. Das ist eben auch, ich sag mal, bei uns Standard. Und die Jungs und Mädels waren damals auch schon relativ fit, was hier Arbeitsgesundheit, Arbeitsschutz anbelangt. Denn hier konntest du schon eine Staubabsaugung adaptieren. Ich denke mal, das war hier noch nicht. Da war man erstmal froh, wenn man es überhaupt sägen konnte. So, und jetzt muss ich mal zu meiner Sägenhistorie sagen. Ich habe diese 12 Volt. Dann habe ich hier diese. Und hier habe ich zum Beispiel dieses Brotmesser drin, was man zum Beispiel, wir haben auch Brot damit geschnitten, sehr erfolgreich. Aber 18 Volt. Und hier sieht man aber auch direkt den Unterschied. Es gibt ja einmal Bügel und dann gibt es hier diese Stabvariante. Stabvariante. So. Genau. Und da ist ja jetzt natürlich die Frage, wann soll ich jetzt Bügel, wann Stab? Warum gibt es 2 Sachen? Und was ist besser? Gibt es besser oder gibt es nur einfach anders? Es kommt auf die Anwendung an. Der eine sagt, das ist besser, der andere sagt, das ist andere besser. Es kommt immer, wie gesagt, drauf, auch aufs Gewerk. Wenn ich jetzt hier die Geräte habe, die sind eben die Stabvariante. Ja, der Tischler und der Schreiner, der arbeitet von unten. Sehr oft aus bestimmten Gründen. Die würde ich jetzt gerne mal nahebringen. So, du hast jetzt eben eine empfindliche Oberfläche, die nicht zerkratzen willst. Der Tisch ist vielleicht schon für andere Sachen missbraucht worden und der ist nicht mehr sauber und plan. Das heißt, du könntest die Oberfläche beschädigen. Deswegen arbeitest du von unten. Und dann gibt es eben die Sägeblätter, die historischen alten Sägeblätter. Die sind eben so gezahnt, dass die Säge sozusagen auf das Material gedrückt wird. Deswegen werden sie von unten nach oben verzahnt. Und dann hast du unten natürlich den ausrissfreien Schnitt, aber oben reißt du das aus. Und das wollen die Jungs nicht. Die wollen oben sauber eine Oberfläche vom Material. Deswegen arbeiten die andersrum. Jetzt hat natürlich auch wieder Vor- und Nachteile, weil jetzt gehen die Stäube in die Aufnahme von der Maschine und dadurch hast du natürlich einen gewissen Langlebigkeitsverlust. Das hast du natürlich von oben her nicht. Oder wenn du absaugst. So, jetzt haben wir aber auch noch bei den Stabvarianten
eine weitere Möglichkeit beim An- und Ausmachen. Ist das die langsamste Geschwindigkeit? Und für viele Anwendungen ist das immer noch zu schnell. Und das hast du jetzt bei der Bügelvariante nicht. Da hast du einen Gasgebeschalter. Und bei empfindlichen Materialien oder bei harten Materialien hast du hier einen Vorteil. Wenn du nicht an der Kante ansetzt und du hast ein langes Sägeblatt, das fängt irgendwo unten auch an ein bisschen zu schwingen. Und wenn du da nicht aufpasst, dann kann es sein, dass es an der Oberfläche hin und her tanzt und deine Oberfläche versaut. Oder bei Blech hast du überhaupt keine Chance reinzukommen, weil durch diese schnelle Bewegung du keinen Ansatzpunkt hast. So, und hier hast du die Möglichkeit, über den Gasgebeschalter wirklich ganz langsam einzusetzen. Da gehört natürlich ein bisschen Fingerspitzengefühl dafür, aber du wesentlich langsamer. Das heißt, du kannst vorsichtig ansetzen oder bei harten Materialien auch direkt die Führung zu haben, ohne dass es hin und her pendelt. Das ist sowieso, finde ich, total krass, wie präzise, wie feinfühlig du mittlerweile hier bei den Akkumaschinen das machen kannst. Meine erste Stichsäge kann ich ja jetzt sagen, ne? Tränen in den Augen, es war eine grüne Bosch mit den gelben Schaltern. Die hat lange Zeit gehalten, die hatte glaube ich 380 Watt schon Pendelhub. Ich glaube, die war aber so, die hatte diesen Drehregler und dann den einen Ausschalter. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall konntest du die mit Sicherheit nicht so feinfühlig. Die Elektronik haben teilweise so einen Leistungsschub gehabt, der so, so wie so ein Gas gebe. Das heißt, es war nie so, viele so Grad. Bereich und dann ging es los. Ne? Ja. Jetzt hast du noch Unterschiede in der Maschine. Jetzt gucken, fass mal hier drum. Ja. Du hast einen wesentlich engeren Griffumfang als bei den anderen Geräten. Du bist wesentlich gröber. Das liegt auch nicht jedem. Im Metallbereich brauchst du in der Regel nicht von unten sägen, weil du ja flatterndes Blech hast zum Teil oder eben auch keine empfindliche Oberfläche und. Das kannst du eben von oben sauber arbeiten. So, und dieser Mythos, dass du mit der nicht von unten sägen kannst, ist überhaupt nicht da. Du kannst auch so von unten arbeiten. Du bist ein bisschen weiter weg vom Material. Du bist nicht so geländegängig, sage ich jetzt mal. Aber das ist auch möglich. Und eigentlich brauchen wir jetzt nicht mehr von unten zu sägen, weil wir jetzt was Neues haben. Und zwar haben wir ein spezielles neues Blatt. Wenn ihr hier seht, guckt ihr mal von oben drauf. Da geht die Zahnung schon nach oben. Hier oben weniger, aber hier unten immer steiler. Mhm. Das heißt, es ist schon relativ sauber oben, aber es reißt immer noch aus. Mhm. Jetzt legst du das mal dagegen und jetzt haben wir zwei verschiedene Richtungen. Das heißt, im oberen Bereich geht es nach unten. Das heißt, oben ausrissfrei und von unten auch. Das passiert so ab einer Stärke, so ab 15 mm, hast du dann oben und unten einen ausrissfreien Schnitt. Krass. Das heißt, dass du von unten arbeitest, weil das nach oben ausreißt, hast du jetzt nicht mehr. Das hat auch wirklich so eine leichte Senke, ne? Genau, weil wir da eben die Späne auch zusammen transportieren, dadurch durch die Anwendung. Und deswegen haben wir da eben einen besseren Spanfreiraum, dass wir da auch die Späne besser abtransportieren können. Aber jetzt funktioniert doch dein Pendelhub nicht mehr, oder? Funktioniert auch noch. Weil es ja nur in eine Richtung eigentlich schneidet. In der Runterrichtung wird es ja eigentlich abgesetzt. Also das ist doch, du hast trotzdem genug Kontakt zum Material und kannst von oben und unten sauber schneiden, sonst wirst du ja nicht vorwärts kommen, wenn es nur an einer Seite funktioniert. Und dementsprechend ist es wirklich hier ein sehr gutes Blatt. Wenn du jetzt keine Ahnung hättest, du würdest das Sägeblatt zu der Kiste sehen, würdest sagen, ah, total stumpf. Ja, also, auf jeden Fall. Schrott. Ja. Nein, es ist wirklich eine super Sache und wir haben das eben auch auf der Messe vorgestellt. Das ist echt eine interessante Sache. Man sieht eben hier leider die Typenbezeichnung nicht mehr, das sehen wir, dann nehmen wir das mal. Das ist in das 308, muss ich selber nochmal gucken, BFP. Jetzt haben wir aber nicht nur das Sägeblatt neu. Du hattest ja im Vorfeld schon gesagt, du bringst neue Akkustichsägen mit. Mhm. Die gibt es noch nicht. Richtig. Prototyp, quasi moi, the first one to see. Siehst du, Best Buddies, hat er letztes Mal gesagt. Ne? Das sind die beiden Varianten, wenn man die jetzt mal gegenüberstellt. Sind schon ein bisschen größer und robuster ausgelegt, weil wir da eben jetzt nicht nur den filigranen Schreiner, sondern auch im Bereich Zimmerei was machen wollen. Wir haben jetzt hier zwei Varianten, einmal den Bügel, eine Stabvariante. Es kommen auch nicht nur diese Varianten raus, es kommen auch mal etwas leichtere, einfachere Sachen raus. Aber das sind jetzt die High-End-Produkte. Die können wesentlich mehr, weil die auch eine wesentlich höhere Hubgeschwindigkeit haben. Ich kann die also einstellen von 800 Hüben pro Minute bis 3800 Hüben pro Minute. Obwohl die sehr robust und groß aussieht, wiegt die gerade mal so 2 Kilo ohne Akku, ohne Ladegerät. Das ist leichter als viele, viele andere. Und wir haben eben noch weitere Verbesserungen gemacht, gerade was das Schalterkonzept betrifft. Hier haben wir einen Schalter, den muss ich schieben. Und manchmal treffe ich den nicht so richtig und habe auf jeden Fall immer einen Aufwand und kann immer nur von einer Seite arbeiten. Hier haben wir jetzt auf beiden Seiten den Schalter und der ist jetzt elektronisch gesteuert. Das heißt, ich tippe den an und er geht an. Ich mache jetzt mal einen Akku rein, damit man es auch sieht. Also wenn ich jetzt irgendwo mal zwischendurch mal dran komme, aus Sicherheitsgründen geht das nicht an. Ich muss es schon einmal antippen.
Und einmal ausmachen. Kann ich mal sehen? Ja. Ich dachte jetzt gerade, ich könnte auch mit meinem Griffel mal eben von hier, aber also da muss ich dann schon ein bisschen umgreifen, weil so lang ist mein Daumen nicht. Hier ist es jetzt wiederum aber möglich. Das heißt, ich brauche tatsächlich nicht umgreifen. Was mir gerade aufgefallen ist, hier von den Winkelschleifern, ne? Kennt man das ja. Genau. User Interface, das heißt, wir haben die Möglichkeit, jetzt hier zu bedienen. Und nicht hier oben mit dem Licht zum Beispiel wie den Taster hier hinten, sondern den kannst du jetzt da das Licht an- und ausmachen. So, jetzt habe ich das Licht angemacht, aber die Maschine läuft ja gar nicht. Mhm. Ist das jetzt Dauerlicht oder? Nee, das geht irgendwo nach 15, 20 Sekunden geht das Ganze aus, das Display okay. Und die Lampe auch. Das ist jetzt keine 15 Sekunden gewesen. Das ist eben jetzt noch ein Vorserienprodukt. Das müssen wir mal sehen, wie wir das dann einstellen, wie lange das nachläuft. Okay. Aber wenn ich es jetzt auf off habe, dann ist das Licht eben genau. Gar nicht an. Wobei ich ja dazu sagen muss, dass viele Leute denken, Moment mal, das Licht braucht ja auch Strom, dann hält der Akku nicht so lange. Den Zahn kann ich euch ziehen, weil die 1 oder 2 Watt von der LED, die merkt ihr garantiert nicht. Ja. Es sei denn, ihr spart ja. Euch den Akku irgendwie auf 3 Tage Sägen auf oder so. Und dann wird es vielleicht eine Auswirkung haben. Hier ist Speed. Jetzt habe ich hier verschiedenste Einstellungsmöglichkeitten. Ich will das jetzt in Quizform machen. Ich habe nämlich eine Vermutung. Ich sehe hier ein A. Das ist ja oftmals für Automatik oder André. Für André, natürlich. Auch, natürlich. Extra für dich. Ist das so, dass wenn ich das auf diese Automatik stelle, dass er dann langsam anfängt und wenn er merkt, er kommt ins Material, er kriegt Last, dass er dann Gas genau. gibt? Das finde ich schön. Sind wir nicht die Ersten, die das haben? Ne, deswegen hast du es gesagt, das gibt es schon. Aber wir haben jetzt hier weitere Möglichkeiten. Wenn wir den jetzt anmachen, ja. Habe ich jetzt die Möglichkeit, das auch abzustellen. Wenn ich es nicht brauche, kann ich es abstellen. Und jetzt habe ich hier 6 verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Und jetzt seht ihr, einige sind weiß, einige sind rot. Blau. Ja. Ja. Woran liegt das? Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns mit unserem Handy mit dem Gerät zu verbinden über unsere Toolbox-App. Und wenn wir uns mit denen verbunden haben, habe ich hier 6 verschiedene Geschwindigkeitsstufen, also Hubgeschwindigkeiten, voreingestellt. Mhm. Und wenn ich jetzt eine verstelle, materialgerecht, um eben genau die richtige Hubgeschwindigkeit für meine Einbindung, für meinen Stichsäge zu bringen, kann ich die verstellen und dann ist das blau hinterlegt. Okay, das heißt, ich weiß, aha, die ist verstellt und die Stufe 4 ist für die Anwendung mit dem speziellen Sägeblatt für Kunststoff, um eben Polypropylen hinzuschneiden. Ich glaube, das wird auch häufig unterschätzt, dass Leute denken, ach komm, Drehzahlregelung, irgendwas, hau durch. Aber gerade bei Kunststoff tun die Leute sich ja viel leichter oder würde man sich viel leichter tun, ja. Wenn man mal kurz in die Anleitung liest ja. Oder sich mal ein bisschen informiert. Ja. Ne? Ja. Und das A, das kann ich auch in diesem Bildschirm, kann ich das entsprechend aktivieren oder deaktivieren. Das heißt, ich muss das nicht unbedingt im Sanftanlauf haben, sondern ich kann es eben entsprechend noch abstellen. Aber das ist schon eine sehr flexible Geschichte. Ja, hier ist es zum Beispiel, wenn du einfach nur klickst, da hast du jetzt die Automatik eingestellt. Aber was kommt denn, wenn ich vom Sanftanlauf dann vollgebe? Ist dann voll oder kann ich das? Das ist das, sagen, was du vorher eingestellt hast. Das heißt, wenn du vorher auf 6 eingestellt hattest, ja, dann ist das auf Automatik, jetzt hier zum Beispiel. Ja. Und dann hast du die Geschwindigkeitsstufe auf Automatik. Du kannst das aber auch permanent aus- oder anschalten okay, auf der Stufe über. Also Automatik ist nicht eine Stufe noch drüber, sondern Automatik ist immer die Ergänzung zu der Geschwindigkeit. Richtig. Jetzt hast du Stufe 6, die schnellste Geschwindigkeit. Ich mach das jetzt mal an. Spürst du noch irgendwelche Vibrationen in der Hand oder auf dem Material? Sehr wenig. Die ersten sind dann weggesprungen, die ersten Stiche sind. Das heißt, du hast hier echt super Möglichkeiten. War nicht abgesprochen, aber ich werde das jetzt nochmal probieren. Ja, mach mal. Den machen wir auch hier. Richtig Kasala. Den Pendelhub hatten wir hier raus. Ja. Der ist jetzt raus, ja. Ist auch schon relativ gut. Ich meine, sonst wäre es ja auch ein schlechtes Zeichen, aber jetzt im. Die vibriert aber mehr. Ja, die hat auch eine höhere Hubgeschwindigkeit. Wie viel? Also ich meine, die wäre jetzt irgendwas mit 2800, 2900 die und die hat 3800. Also wesentlich höher. So, und es kommt immer auch darauf an, was ich damit machen will, was für eine Leistung ist. Aber die ist auch im Vergleich zum Wettbewerb, ist das auch unheimlich hohe Laufruhe. Es kann die aber noch mehr. Also ich gucke nochmal auch gerade auf die Gummierung, weil die Gummierung, die ist hier griffiger. Die hat halt diese Mikro
Oberfläche. Ja, ne? Auch in den Kunststoffen arbeiten wir mal weiter, dass sie noch griffiger werden. Ja. Genau. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das Sägeblatt zu spannen über diese Funktion. Immer den Akku rausnehmen offiziell. So, jetzt kannst du das aufmachen, kannst es hier reingehen und dann zumachen, da ist es drin. Und jetzt seht ihr hier was, das sind jetzt die Führungsbacken. Das heißt, du hast jetzt die Möglichkeit, hier das Ausreißen zur rechts und links begrenzen, indem du das jetzt dem Sägeblatt optimierst mit einem Innensechskant. Ah, jetzt kannst du den Abstand verstellen. Und jetzt kannst du den Abstand optimieren, dass der wirklich so ist, wie er sein muss, ja. So, und da kannst du eben sauber rangehen, dass es sich eben jetzt hier überhaupt nicht mehr bewegt. Und das ist eben der große Vorteil, dass du jetzt wirklich hier unten an der Aufnahme noch eine Führung hast, dass der Sägeblatt nicht nach rechts oder links weggehen kann. Was so. Ja dann auch wieder die Präzision erhöht. Weil gerade genau. Wenn du Kurven oder gerade, und dann hast du ja manchmal, dass das Sägeblatt so ein bisschen anfängt zu flexen, dann wandert das ein bisschen. Genau, das ist der Hintergrund der Sache. Wir hatten das schon mal, ein ähnliches System bei der GSC 135, ist vor 10 Jahren meine Kabelstichsäge gewesen. Da hatten wir sogar per Knopfdruck. Aber das Problem war immer, dass die Jungs den Knopf vorher gedrückt haben und dann das Sägeblatt rein und dann hat es einfach nicht funktioniert. Und dementsprechend haben wir das jetzt hier mit den Innensechskant, um dann eben eine Fehlbedienung zu vermeiden. Ja, das heißt, die funktioniert. Auch passieren. Ja, natürlich, du kannst auch Bremsbacken kannst mit reinmachen. Ja, ne? Kannst ja zudrehen und dann ja. Geht nicht rein. Nee, oder vor allem jetzt hast du es drin und drehst so feste zu, dass das hier wie eine Handbremse funktioniert. Das ist natürlich auch dein Problem. Ja, gut, aber deswegen heißt es ja, Bedienungsanleitung lesen, ne? Und mal ein bisschen gesunden Menschenverstand einschalten, dass du, wenn du das zu feste machst, das Sägeblatt nicht mehr bewegen kannst. Ja, oder die Leute denken, das wäre die Hubzahlregulierung. Mein Sägeblatt glüht immer. Herr Dr. Bosch. Ja. Auf jeden Fall haben wir hier die Möglichkeit, jetzt das Sägeblatt so zu optimieren, dass er nach rechts und links sich wegwandern kann. Ich darf noch mal kurz meinen ersten Eindruck zusammenfassen, weil das Gerät sieht ja deutlich robuster und solider aus. Ne? Weil guck mal, hier hast du als Schutz einfach, naja, ich will jetzt hier nicht sagen billig, aber es ist ein einfacher, pragmatischer Drahtbügel. Hier sieht das ordentlich aus. Ja, genau, da ist die Aufnahmehelfer sozusagen wirklich so ausgelegt, dass du noch mal weiter geschützt bist. Und ich habe ja hier auch im Prinzip schon den Schnellspanner, aber das ist natürlich, ja, ich muss ein bisschen fingerfertiger sein. Und das ist natürlich von der Bedienung her. Von außen immer einfacher. Also es schwimmt nicht, ne? Raus, ja. Sondern du musst es eben wirklich händisch rausnehmen. Ja, ja, ja. Macht zumindest auf den ersten Eindruck einen schlanken Fuß. Ja, es ist immer von außen besser, haben wir auch bei der Säbelsäge, hier ist von außen rauszunehmen. Und das ist immer, ich lege es immer auf den linken Unterarm, da komme ich eben sauber rein und raus und habe eben hier eben die Möglichkeit, das super zu spannen. Und jetzt gibt es die Jungs, die eben mit Absaugung arbeiten. Das heißt, haben die Möglichkeit, einen Spanreißschutz dran zu machen. Ja, den ist jetzt auf der Messe irgendwo verloren gegangen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, hier auch nochmal zusätzlich diese Haube drauf zu machen, die ist jetzt nicht zusätzlich um die Finger zu schützen, sondern eher um so eine Art Vakuum zu bilden, eine Abschirmung zu bilden, ja. Damit wir dann die Absaugung ideal reinbringen können. Das heißt, wir können jetzt hier die Absaugung reinmachen, die ist dann auch arretiert und wenn ich die lösen will, drücke ich den Hebel, ziehe es wieder raus, brauche ich beim Reinmachen nicht. So, und dann kann ich den Akku reinmachen und kann arbeiten. So, und jetzt gibt es eben die Jungs, die eben mit Absaugung arbeiten. Und deswegen haben wir hier die Möglichkeit geschaffen, das Gebläse nach vorne abzuschalten, sodass wir jetzt hier keine Verwirbelungen haben. Darf ich mal fragen, das sieht ja schon tricky aus hier mit der Staubabsaugung, mit der Führung. Vor allen Dingen hat sich auch gerade die Frage erklärt, die ich dich im Prinzip die ganze Zeit fragen wollte, wofür das hier ist. Aber das ist jetzt eben für die Verriegelung. Nur mit dem Akku. Das heißt, wenn du Akku drin hast, dann musst du quasi so. Du kannst nicht mehr nach hinten rausgehen. Genau. Wie ist das denn hier gewesen bei der? Da war das ähnlich. Aber der passt hier nicht, oder ist das der gleiche? Ich glaube nicht, das ist ein spezieller, schon ein anderer, der dafür ausgelegt ist. Nimm den Akku mal raus. Ja, das geht zwar irgendwie rein, aber ist eben nicht arretiert. Okay. Würde ich jetzt nicht nehmen. Also sie sind ja im Lieferumfang enthalten. So, jetzt haben wir aber hier noch was. Es muss der Staub ja irgendwo herkommen. Und hier haben wir den einfach irgendwo durchs Gehäuse geleitet, aber der ist teilweise verwirbelt worden. Und wenn du jetzt hier vorne reinschaust, ich nehme mal einen Kugelschreiber, um das besser zu zeigen, da. Und da, direkt neben dem Sägeblatt, da wo die Späne entstehen beim Arbeiten, da sind die Absaugstutzen sozusagen, die Absauglöcher. Das heißt, die Späne werden sofort hier aufgefangen, rechts und links, und durch den Tisch nach hinten geführt. Also hier haben wir wirklich eine starke Absaugmöglichkeit, um eben wirklich die Späne alle zu bekommen. Dann ist es so, die andere Art und Weise zu arbeiten ist eben ohne Absaugung. Dann ist eben auch das Gebläse nach vorne wichtig. Und da haben wir wirklich einen riesen Lüfter da dran, der das auch produziert. So, jetzt hast du absichtlich mal ein bisschen Staub und Dreck gemacht. Genau. Damit wir sehen, wie es auch besser geht. So, jetzt hast du in der Regel dein anderes. Und wenn du jetzt damit arbeitest, da fallen die Späne nach vorne. Und du siehst den anderes nicht mehr. Die gehen unter den Tisch. Ja? Und du hast dann eben nicht so einen geraden Schnitt oder hast irgendwelche Teile dann in der Oberfläche. Und wenn du hier entsprechend Gebläse anmachst, hast du hier wirklich eine extreme Staubabsaugung.
Absaugung war ja falscher Ausdruck, Abführung eben durch das Gebläse. Wird nach vorne rausgeblasen. Aber hat die auch irgendwie so einen Fallschutz oder so, wie die Winkelschleifer? Ja, da komme ich jetzt zu. Das will ich ja gerade in der H-Effekt, habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Ja, ich will ja auch mal was fragen. Auch mal was fragen, ja genau. Deswegen habe ich es doch vorher nicht erzählt. Ich weiß aber echt nichts davon. Ne? Ich sehe das Ding wirklich das erste Mal. Also es ist jetzt hier so, kein Laienspiel. Wenn du jetzt damit arbeitest, ne, und bist beschäftigt, da kann es schon mal sein, dass so eine Stichsäge vom Tisch fällt. Jetzt hast du beim Kabelgerät natürlich nicht das Problem. Dann gehst du außen rum und ziehst einen Stecker. Und beim Akkugerät, wenn der fällt, hast du ein Riesenproblem. Deswegen schaltet der ab, wenn er fällt. Um das zu beweisen, machen wir jetzt mal so einen kleinen Move. Gyros drin. So, jetzt meckert er hier so ein bisschen. Hey, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Jetzt tippst du einmal den Schalter an und bist schon wieder einsatzfähig. Das ist doch mal was, ne? Ja, also das ist schon eine schöne Geschichte. Klar sagt er, hey, mir fällt ja alle 2 Jahre mal die Stichsäge runter. Aber das zu haben, wie du immer schön sagst, ne, haben ist besser als haben brauchen. Haben ist besser als brauchen, auf jeden Fall. Und ich muss gerade so schmunzeln, weil ich habe neulich einen Podcast gehört von einem Kollegen, der das ESP mitentwickelt hat bei Bosch. Ja. Habt ihr ja auch gemacht, ne? Genau. Und der hat davon berichtet, dass er irgendwo, ich glaube in England oder so, zu einer Firma hin ist. Die haben Gyros produziert, natürlich für die Luftfahrt oder so. Mhm. Das waren dann solche riesen Apparate. Und heute hast du ja das mit, glaube ich, Piezos oder so. Und letztendlich ist dieses Know-how, diese Technik, ist in so einer Stichsäge drin. Ja, die ganze Sache kommt auch von Bosch Sensortechnik, ja, aber wir machen auch die Sensorik für Spielkonsolen. Ne? Wenn du den Controller schüttelst, ne, dann das Männchen bewegt sich da am Bildschirm. Das geht ja alles nicht mehr irgendwo mit dem Kabel, das geht ja alles über die Konsole. Und das sind eben auch Bosch Sensortechnik ist da drin. Ja? Und in den Mobiltelefonen, wenn du das Gerät drehst, ja, das Display dreht sich mit. Woher weiß er das? Das ist auch so ein Teil mit drin. Und das kommt auch zum größten Teil von unseren Kollegen von Bosch Sensortechnik. Mhm. Und das haben wir natürlich jetzt hier appliziert auf die Geräte. Und überall da, wo es Sinn macht, bauen wir das ein. Das hätte er sich nicht träumen lassen. Nee, so weit war er noch nicht. Er war schon mit seinem Zünder, war er schon ganz weit vorne. Was mich so ein bisschen irritiert hat am Anfang, war die Größe. Weil ich sehe, es ist etwas höher, es ist etwas breiter. Ich finde es vom ganzen Eindruck schon sehr solide. Auch hier, das ist alles irgendwo erwachsener, wertiger. Wo ja viele heute auch sagen, ah, das wird alles billig und da wird gespart und da wird gespart. Finde ich hier gar nicht. So, aber du hast nicht nur eine höhere Hubgeschwindigkeit, du hast auch ein bisschen mehr Dampf. Ja, auf jeden Fall. Ist diese Maschine eine, wo du sagst, 8 Ampere-Stunden macht Sinn oder 4 Ampere-Stunden ist perfekt? Also wir haben hier keinen Biturbomotor drin, das brauchen wir bei einer Stichsäge nicht, weil die Leistung, die ich hier erreiche, die Maximalleistung, reicht auch mit dem 4 Ampere-Stunden-Akku oder mit den herkömmlichen Akkus mit den 18650er Zellen. Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ich bin ja ein Freund dieser Geschichte hier, habe ich auch selber, aber hier merke ich so, je nachdem, das ist schon etwas gemächlicher, weil hier eben die Leistung schon weniger ist als bei den 18-Volt-Geräten. Ja, ne? Und hier bin ich dann wirklich so selber auch, wenn ich jetzt denke, oh, ich möchte jetzt auch richtig Dampf haben, dann gehe ich auf 18 Volt, möchte ich die im Prinzip im Werkzeugkoffer drin haben und mal eben irgendwo ist, dann nehme ich die mit. Ne? Weil ist schon handlich, das muss man sagen. Ja, und wir haben eben jetzt verschiedenste Anwendungen. Wir haben einmal den Schreiner in der Anwendung, dafür liegt die leicht, ruhig, ich kann die wirklich optimal einstellen. Aber wir haben auch im Holzbau, im Zimmereibereich Leute, die mit den Sägen arbeiten, das ist im Zimmereibereich. Und die haben eben jetzt auch mit der Kraft und mit der Leistungsfähigkeit und mit der Hubgeschwindigkeit wirklich viel mehr Möglichkeiten als früher mit einer Stichsäge. So, aber jetzt kommt der Tag, an dem will die Säge sägen und du hast dich vorbereitet und du wolltest uns jetzt nämlich noch was zeigen, denn wenn wir heute eins gelernt haben, dann ist es das richtige Zubehör für die Maschine. Richtig. Macht das die halbe Arbeit. Genau. Oder noch mehr. Das sehen wir nämlich jetzt. Denn erzähl mal ein bisschen. Also ich habe jetzt ein einfaches Sägeblatt da drin, eher mehr für Metallanwendungen. Und ich habe hier einen Kunststoff, weil viele sagen, ah, Kunststoff kannst du eher von der Standseite her und von den Möglichkeiten her mit Metallsägeblatt bearbeiten. Hätte ich jetzt auch gedacht, vor allen Dingen wegen der feineren Zahnung irgendwie. Genau. Ne? Und jetzt wollen wir gleich mal sehen, was das falsche Sägeblatt eben auch am Material anrichten kann. Was haben wir für Material hier? Das ist Polypropylen. Das heißt, wofür... Wo hat man das im Einsatz? Ja, so Abdichtungen bzw. auch Druckunterstützung und so weiter. Also auch gerade in der Industrie haben wir das sehr viel auch für Auflagen und ähnliche Sachen. Ja. Ist jetzt schon ein bisschen kreativ zugerichtet hier? Ja, wir haben immer wieder damit schon gearbeitet. Das war mal eine Riesenplatte. So, was ist jetzt das Problem? Ja, das Problem werdet ihr sehen, wenn wir jetzt damit gearbeitet haben. Ich bin gespannt. Ich trete mal ein Stück zurück. Ich würde sagen,
Ein sauberer Schnitt und vor allen Dingen ist es ja im Prinzip jetzt das Kombigerät, Sägen und Schweißen. Richtig, genau. Ja, und zwar Kunststoffschweißen. Kunststoffschweißen, genau. Hättest du dir auch sparen können. Das ist wirklich, alter Vater, das ist ja wirklich, guck mal, hier, ich kann da echt ordentlich dran. Ja, also wenn ich jetzt ganz viel dann, aber jetzt verbiege ich das hier schon. Das heißt, durch die Hitze hast du im Prinzip das Granulat so aufgeschmolzen, mehr oder weniger. Ja, genau, hast es verschweißt. Krass, aber jetzt kommst du natürlich. Jetzt komme ich, genau. Mit dem richtigen Sägeblatt aus dem Hause Bosch. Genau, also wir haben für Kunststoff nicht nur ein Sägeblatt, es gibt auch nicht nur den Kunststoff. Es gibt verschiedenste Arten von Kunststoff. Und wir haben eben unsere Stichsägeblätter optimiert auf die bestimmten Kunststoffarten. Und das ist eben ein Stichsägeblatt, das eben für PP, Polypropylen, ausgelegt ist. Das hat eine spezielle Zahnteilung und dementsprechend Zahnwinkel, dass das optimal für die Säge ausgelegt ist, für diese Anwendung. Wie heißt der Kunststoff? Das ist Polypropylen. Ja, das ist also ein spezieller Kunststoff, der eben wieder weich wird, beziehungsweise wieder aushärtet, wenn er heiß geworden ist. Und das ist eben jetzt in kürzester Zeit hintereinander passiert. Ich habe den bearbeitet, habe gesägt, der ist weich geworden und ist dann hinterher wieder verschweißt, verschmolzen, sodass wir eben die Anwendung nicht machen konnten. Und dieses Sägeblatt ist eben speziell dafür ausgelegt, um diese Anwendung zu machen. Blöde Frage. Hättest du nicht auch schon geholfen, wenn du einfach die Schnittgeschwindigkeit oder die Hubgeschwindigkeit reduziert hättest? Natürlich kann man da immer irgendwo mit spielen und ein besseres Ergebnis erzielen, aber ich muss eben hier schon die richtige Zahnteilung haben, um eine optimale Geschwindigkeit dann auch zu kriegen. Du kannst natürlich jetzt hier langsam arbeiten. Okay, aber das kannst du einmal machen, aber irgendwann wird es natürlich in die Pötte kommen, ja, und dann auch schneller werden. Das ist eben jetzt hier dafür ausgelegt. Also ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber ich gehe davon aus, dass du jetzt mit dem Sägeblatt einfach sauber abschneidest, so wie es sein soll. Aber wie schafft man das? Also wie funktioniert das? Weil es wird doch warm. Dann klebt es wieder zusammen. Ja, das heißt, bevor es warm wird, ist durch diese Zahngeometrie sind die Späne abtransportiert. Ach so, das heißt, das, was hier schmilzt, sind die Späne. Richtig. Das sind also nicht die beiden Kanten, die so heiß sind, dass die zusammenkleben, sondern das ist, genau, hier, das. Ja, hier sieht man es ja auch so ein bisschen, dass es so ein bisschen Struktur hat, ne? Ja. Ja, Sicherheitsgründe immer hier Akku raus, an den Führungsschienen vorbei. So, jetzt ist ja ganz interessant, das ist vorher, ja, das ist, sag mal, hier ist in einem Schmelzdesaster geendet und hier ist es recht sauber. Mhm. Ja, krass. Aber da musst du doch erstmal drauf kommen, dass irgendwie die Zahngeometrie abgefahren. Ja, deswegen gibt es Produktmanager, Entwickler in der Schweiz, wo die eben auch so Stichsägeblätter entwickeln. Ja, und dann kommt das dabei raus. Weil wir teilweise auch von Kunden zurückgespielt werden, wir haben kein Stichsägeblatt, wir haben kein Zubehör für das und das Werkzeug, wir haben neue Materialien, die können wir nicht bearbeiten, denkt euch was aus. Und da kommt eben die Innovationsschnelligkeit von Bosch eben raus, dass wir eben sowas auch auf den Markt bringen. Also, wer hat's erfunden? Wer hat's erfunden, ja, genau. Die Schweizer. Ja. Ja, krass, Michael. Ja, danke nochmal an unseren Showpraktikanten. Das Kamerakind Marco. Also mit dem Sägen klappt schon mal ganz gut. Ne? Mhm. Ich habe heute wieder einiges gelernt, aber ich habe euch ja auch auf Insta gefragt, ob ihr noch Fragen an Michael habt. Und ihr habt ja schon in dem letzten Video gab es viele Fragen und wir haben tonnenweise, haufenweise. Und das Video ist ja schon wieder fast 2 Stunden lang geworden. Deswegen haben wir uns überlegt, die Fragen, die lassen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen. Na? Nee, machen wir nicht. Wir machen die schonungslose Wahrheit, denn das Video heißt ja auch die Wahrheit über Bosch, die ganze Wahrheit über Bosch. Aber wir werden uns nochmal zusammensetzen, da wird es nur das Thema geben, ihr fragt und Bosch antwortet. Genau, machen wir gerne. Du quasi als Dr. Bosch. Nee, noch nicht. Ah, du arbeitest dran. Aber Michael meinte gerade, viele Fragen sind ja von wegen, gibt es Neuheiten, wann kommt das und das und das und das? Und da sagtest du, pass auf, Schulterzucken. Ich kann nur über Werkzeuge reden, die ich hier vor mir liegen habe. Ich bin Anwendungstechniker, ich kann nicht das Ding in der Hand haben, kann ich es ausprobieren und meine Erfahrungen eben auch weitergeben. Aber wann, welches Werkzeug zu den heutigen Zeiten kommt, das kann ich nicht sagen. Also wir sind an vielen Sachen sind wir dran, da habe ich auch noch nicht drüber reden. Aber ich rede erst darüber dann, wenn es da ist. Vor allem, wenn du es jetzt hier sagst, vor so vielen Zuschauern, ja, dann genau, so ungefähr. Deswegen, es geht also vor allen Dingen bei Michael um das Thema Anwendungen. Da waren schon einige Fragen dabei. Wir haben einige Fragen auch gerade in der Pause gelesen, haben sofort recherchiert oder nachgefragt teilweise in der Zentrale. Super spannend, das wird ein schönes Video, könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Aber ihr könnt euch vor allen Dingen auch drauf freuen, denn
Der Kollege hat gelernt, er weiß, man braucht sich hier als Gast nicht sehen lassen, wenn man nichts mitbringt für unsere Zuschauer. Und du hast wieder mitgebracht, ne? Ja, genau. Wir haben jetzt hier einmal den Bosch Go und jetzt hier nochmal den Winkelschleifer. Bosch Go in der kleinen L-Box habe ich euch schon mal gezeigt. Ein smartes Werkzeug. Ich glaube, viele Elektriker, die lieben dieses Gerät. Und dieses Gerät hat ein bisschen mehr Power als der 3,6 Bosch Go X-Log. Ich mag ihn sehr. Und er soll einem von euch gehören. Und was sollt ihr machen? Wir verlosen 5 X-Go, ein Winkelschleifer mit X-Log, mit 2 8 Amperestunden Akkus und Ladegerät, also volle Montur. Und was sollt ihr tun unter dem Hashtag Bosch Professional? Eure Meinung zum Video sowieso, zu unserer Performance. Ich denke, der macht sich recht gut, ne? Der könnte eigentlich jetzt mittlerweile als Stammgast einziehen. Wir hätten auch oben noch eine Wohnung frei. Dann hast du nicht immer so mit den Reisezeiten. Und ihr sollt einfach mal fragen, eure Fragen zu Bosch, zu den neuen Geräten an Bosch, was auch immer euch in die Quere kommt, in den Kopf, rein in die Tasten. Und ja, dann gönnen wir euch. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, bleibt uns treu. Und Michael? Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Ciao. Ja. So, wir verlosen die Haare von Michael. Oh, oh ja, oh ja. Alter, das kannst du nicht machen. So heiß? Ja, sicher.